Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zur Podiumsdiskussion. Es freut mich sehr, dass ihr es in so einer großen Zahl hierhin geschafft habt. Heute sprechen wir über das Thema Verzichten für die gute Sache, über Sinn und Unsinn von Konsumkritik. Eingeladen sind Michael Heidemann, Nico Pech und Robert Benkens. Thema Verzichten für die gute Sache ist wohl schon seit 50 Jahren mindestens ein Thema von Umweltbewegungen, seit dem Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums, was gewissermaßen auch ein wesentlicher Bezugspunkt für entstehende wachstumskritische Bewegungen seit den 70er Jahren war, nämlich die dort enthaltene Feststellung, das exponentielle Wachstum der Industrie oder des Kapitals ist Ursache kritischer Menschheitsprobleme. Seitdem ist das ein Topos der Umweltbewegungen, vor allem in den 70er, 80ern, dass man die Prämisse, dass die Gesellschaft fruchtet und tendenziell besser wird mit steigendem Wirtschaftswachstum, dass das in Zweifel gestellt wird, sogar gesagt wird, dass mit diesem Wirtschaftswachstum ganz direkt ein Raubbau an Natur und aktuell der Klimawandel mit verbunden ist. Insofern gab es verschiedene konsumkritische Bewegungen, die daraus entstanden sind. Ich denke, über Spielarten des kritischen Konsums werden wir heute sprechen. Das wäre zum Beispiel der richtige Einkauf, nämlich fair, regional, ökologisch und welche Zertifikate es noch gibt. Dann gibt es natürlich noch eine spezielle Variante, in dem der eigene als problematisch beurteilte Konsum durch CO2-Kompensationen, durch CO2-Zertifikate ausgeglichen wird. Und letztlich, und dafür steht Nico Pech hier, der grundsätzliche Konsumverzicht, soweit es geht. Mit den neuen Klimaschutzbewegungen allerdings, zum Beispiel Fridays for Future, Extinction Rebellion, tritt Konsum als zentrale Frage von Nachhaltigkeit, aber doch sehentlich in den Hintergrund. Stattdessen wird adressiert die Politik, die Wirtschaft und man bestreitet, dass es, was vorher auch im Unterricht mit dass man Strom spart, dass man möglichst wenig Auto fährt, solche Fragen rücken in den Hintergrund und stattdessen wird gefragt, ob es nicht an den gesellschaftlichen Strukturen liegt. Und auch hat sich gewandelt, dass von der politischen Seite forciert wird, den Green New Deal als realistisches Szenario für eine Entkopplung des Wirtschaftswachstums von ökologischen Schäden als Modell zu etablieren. Alle diese Ansätze haben eine gemeinsame Prämisse, nämlich dass die grundlegenden gesellschaftlichen Verhältnisse unangetastet bleiben. Das heißt, Fragen nach Privateigentum und Produktionsmitteln, Lohnarbeit, Warenform, all das bleibt sowohl bei Postwachstumsideen als auch bei Ideen eines Green New Deal erstmal unangetastet. Und ich denke, diese Fragen sowohl nach Möglichkeiten von Entkopplung als auch nach Möglichkeiten, gesellschaftliche Verhältnisse ganz anders zu denken und daher auch Konsumverzicht eben nicht als zentralen Bezugspunkt von Klimaschutz zu machen. All diese Fragen werden wir heute besprechen.
Eingeladen dazu ist einerseits Robert Benkens, er ist Gymnasiallehrer für Politik, Wirtschaft und Deutsch, ist schon länger Kritiker der Postwachstumsökonomie und Vertreter eines sogenannten Ökomodernismus und veröffentlicht unter anderem in der Welt, in der Zeit und im Philosophie-Magazin. Dann haben wir Nico Pech hier sitzen, er hat von 2008 bis 2016 hier an der Uni den Lehrstuhl für Produktion und Umwelt inne gehabt. Sehr populär auch die Ringvorlesung zur Postwachstumsökonomie organisiert und ist auch einer der führenden Vertreter der Postwachstumsökonomie in Deutschland. Und nicht zuletzt haben wir Michael Weidemann hier sitzen. Er ist Lehrbeauftragter im Institut für Philosophie und publiziert unter anderem in der Sans Phrase und in der Jungle World. Und zum Ablauf ganz kurz. Ich werde allen drei Podiumsteilnehmern die Möglichkeit geben, erstmal 10 bis maximal 15 Minuten ein kleines Eingangsstatement vorzutragen. Und daraufhin werden wir kurz noch hier auf der Bühne unter uns bleiben, aber dann auch relativ schnell gerne die Diskussion ins Publikum öffnen. Und ansonsten bedanke ich mich auch für die Gesellschaft für deutsche Bildung, für die Kooperation. Auch nochmal ein Hallo an die Fernsehstuben, die ich noch bislang unerwähnt gelassen habe. Und ansonsten ist die Veranstaltung Open End gesetzt. Ich glaube, wir werden dann schon sehen, wenn sich die Diskussion erschöpft. Und dann an die Moderatorin, ich glaube, ja, danke. Ja, ja. Und dann würde ich jetzt als erstes Robert Lenkens vorlesen lassen. Wenn du möchtest, du kannst es nicht spielen. Ja, dann komm gerne vor. Ja, guten Tag nochmal von meiner Seite. Ich habe eine kleine PowerPoint vorbereitet, da kam es auf jede Minute an. Ich habe mit 10 Minuten gerechnet und musste ganz viele Sachen rausschmeißen. Wenn ich zwischendurch zu schnell rede oder was nicht klar ist, bitte Stopp sagen. Ich habe versucht, das auf 10 Minuten zu taxieren und habe Bedürfnis, ganz viel zu sagen. Und ja, muss aber einiges rauslassen und ich hoffe, es wird trotzdem klar. Ich möchte heute sprechen zum Thema eine Kritik der Konsumkritik und ihrer Kritiker. Denn ich möchte beide Seiten eigentlich kritisieren. Also ich wurde ja gerade schon vorgestellt, ich bin starker Kritiker der Postwachstumsökonomie, aber gehöre auch nicht zu den Leuten, die sagen, Konsumkritik ist komplett irgendwie unnötig. Genau, ich habe das mal in großen Lettern aufgeschrieben. Konsumkritik ist für mich kein Ökoschwimmer-Thema, sondern eine Voraussetzung des menschlichen, sozialen und ökologischen Fortschritts der letzten 50 Jahre. Das würde ich gerne einmal vorausschicken wollen, weil gleich ganz viel Kritik noch an der Wachstumskritik kommt. Aber das wollte ich einmal vorausschicken, um so ein bisschen Wind aus dem Segel zu nehmen, dass mir das Thema auch durchaus wichtig ist und dass ich das nicht abtue unter ferner Liefen. Genau, dazu wurde es ja schon angesprochen und doch schon ganz viel vorweggenommen von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Neben den Errungenschaften, auf die ich am Ende nochmal zu sprechen komme, kritisiere ich vor allen Dingen das Weltbild, das Entwicklungsbild der Postwachstumsökonomie. Und man kann das ganz schön sehen auf der linken Seite. Ich habe versucht, ein paar Bilder aneinander zu reihen. Die Bevölkerungsbombe von Paul Ehrlich, ich glaube 1968 geschrieben, steht auch im Untertitel: Während Sie dies lesen, sterben 4 Menschen, die meisten von ihnen Kinder. Daneben die Grenzen des Wachstums im Auftrag des Club of Rome zur Lage der Menschheit, der ähnliche Prognosen gemacht hat, auf die ich gleich nochmal eingehen möchte. Aber das Thema ist weiterhin aktuell. Sie sehen hier das dritte Buch von Harald Lesch und Klaus Kamphausen, Die Menschheit schafft sich ab. Allein schon von der Ikonografie, also von der Bildgebung her, erinnert es auch schon sehr stark an das Buch Die Grenzen des Wachstums von 1972. Und ganz aktuell natürlich Ulrike Herrmann, Das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind. Ich habe, ich glaube, 4 PDF-Seiten mit Zitaten von damals, ich muss nur ein paar raussuchen. Das erste ist tatsächlich von Paul Ehrlich selbst, von 1968, aus Die Bevölkerungsbombe. Der Kampf um die Ernährung der Menschheit ist vorbei. In den 70ern werden hunderte Millionen von Menschen verhungern, trotz aller Sofortprogramme, die sofort eingeleitet werden. Also schon damals gab es diese Öko-Apokalypse, diese Prognosen, dass man gesagt hat, in den nächsten 5 bis 10 Jahren steht die Menschheit eigentlich vor dem Aus. In die Grenzen des Wachstums hieß es, keine Kombination rein technischer, wirtschaftlicher oder gesetzlicher Maßnahmen wird eine wesentliche Verbesserung bewirken.
Und ich habe dann jetzt 2019 ein Zitat gelesen von Greta Thunberg, fast 50 Jahre später, das exakt genauso klingt. Wie könnt ihr es wagen, also how dare you, diese berühmte Rede vor der UN, vor den Vereinten Nationen, wie könnt ihr es wagen zu glauben, dass man das lösen kann, indem man so weitermacht wie bislang, mit ein paar technischen Lösungsansätzen. Und im Vogel abgeschossen hat für mich 2021 Professor Hans-Joachim Schellgruber, ich sage Ihnen, dass wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus hineinschieben, der mit 98% Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Und das war so ein Impuls für mich, warum ich ins Schreiben gegangen bin, weil ich Lehrer bin und jeden Tag vor 20 bis 30 Schülerinnen und Schülern stehe und gesagt habe, das kann ich so, das finde ich pädagogisch unverantwortlich, so das Thema zu vermitteln. Denn ja, wenn man sich anguckt, wie die Welt sich wirklich entwickelt hat, da werde ich jetzt einmal kursorisch durchgehen, sieht man vor allen Dingen eine zentrale Falsifikation der ganz wesentlichen These, nämlich, dass uns die Ressourcen ausgehen. Das ist der Simon Abundance Index, der misst die Verfügbarkeit von Ressourcen. Und das fängt an 1980, geht bis 2022. Und das ist ein Index, der eigentlich zeigt, wie verfügbar eigentlich die Ressourcen sich in dieser Zeit entwickelt haben. Und wir sehen tatsächlich, dass in der Zeit, wo die uns ausgehen sollten, die Verfügbarkeit von zentralen Ressourcen immer weiter zugenommen hat. Ja, eine sehr erfreuliche Entwicklung ist auch noch, dass die Ernteerträge sich seit 1961 weltweit vervierfacht haben und der Hunger dementsprechend runtergegangen ist von 28% 1970 auf 11% 1915 und bis zur Corona-Krise ist es noch weiter runtergegangen. Und wenn man sich die linke Grafik anguckt, die finde ich mit am erstaunlichsten, die bildet eben die jährliche oder aufs Jahrzehnt gemittelte Todesrate derjenigen Menschen ab, die aufgrund von Dürren und Hungersnöten, Ernteausfällen versterben. Und während das in frühindustriellen Zeiten, also in vorherigen Zeiten, wirklich astronomisch hohe Zahlen waren, ist das im heutigen Zeitverlauf 2010 bis 2016 eigentlich eine Ausnahme. Immer noch jeder Mensch, der verhungert, ist natürlich leider zu viel, aber der Trend geht ganz klar in die entgegengesetzte Richtung von dem, was 1972 prognostiziert wurde. Ja, ein weiterer Graph ist dieser Graph, der die Zahl der Naturkatastrophenopfer misst, also von Klimakatastrophen, Wirbelstürmen, Dürren, Flutkatastrophen, Überschwemmungen. Und da sehen wir auch, dass während ja, in den 30er Jahren bis zu 3 Millionen Menschen gestorben sind, jährlich, und natürlich mit großen Auf und Abs, sieht man an den großen ballonartigen Abbildungen auf der rechten Grafik, ist es auch heutzutage oder heute so geworden, dass diese Zahl weitgehend abgenommen hat. Also das ist eigentlich die größte Erfolgsgeschichte der Menschheit, die in den Medien und in den Schulen eigentlich gar nicht vorkommt, dass die Zeit der größten Klimakatastrophen mit den meisten Toten eigentlich der Vergangenheit angehört, dank des technischen und ökonomischen Fortschritts. Auf die Risiken des Klimawandels diese Entwicklung einzuholen, glaube ich, nachher noch zu sprechen. Ja, dann gibt es noch weitere Zahlen, auch die Todesrate von die Zahl derjenigen, die aufgrund von unsicheren Wasserquellen verstirbt ist, besorgen genauso die Zahl derjenigen oder die Rate derjenigen, die an Luftverschmutzung sterben. Auch die global verbrannte Fläche hat abgenommen seit, ich glaube, 2003 bis 2015 um rund 25% weltweit. Auf die Ursachen kann ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Aber auch in Europa hat die Brandfläche abgenommen. Hier sehen Sie eine Grafik, die große Grafik habe ich angeworfen, die den Ergrünungstrend der letzten 20 Jahre zeigt. Und Daten der NASA haben ergeben, dass sich in den letzten 20, 25 Jahren die Welt in weiten Teilen ergrünt hat. Eine Einschränkung ist dabei noch zu treffen, dass natürlich wir immer noch, wenn wir über reinen Wald reden, uns in einer Phase der Abholzung befinden. Also netto wird weltweit immer noch mehr abgeholzt, als aufgeforstet wird oder ergrünt, aber der Trend der Deforestation, also der Abholzung, nimmt auch tendenziell ab, auch wenn es da noch deutlich, vor allem in Brasilien und in Afrika, viel zu tun gibt. Ja, zusammengefasst, das ist eine ganz berühmte Grafik von Our World and Data, auf die ich mich auch beziehe, kann man eigentlich sagen, dass die wichtigsten Trends, extreme Armut, aber auch soziale Indikatoren wie Kindersterblichkeit, wir erinnern uns an das Zitat von Paul Ehrlich, dass so viele Kinder sterben werden, drastisch abgenommen hat. Während also früher so etwas wie extreme Armut oder auch mangelnde Alphabetisierung oder Kindersterblichkeit sehr, sehr erschreckend häufig waren, sehr häufig, ist es heute zum Glück weltweit zur Ausnahme geworden. Deswegen plädiere ich für den Ökomodernismus, der eigentlich sagt, wir
können eigentlich der These nicht mehr zustimmen, dass die Menschheit sozusagen aufgrund des Wirtschaftswachstums dem Ende entgegengeht und wir dem Untergang geweiht sind, und beziehe mich hier zentral auf Andrew McCaffrey. In Deutschland gibt es eigentlich keine Vertreter dieser Denkrichtung. Deswegen bin ich froh, dass das Buch übersetzt wurde, Mehr aus Weniger. Die überraschende Geschichte, wie wir mit weniger Ressourcen zu mehr Wachstum und Wohlstand gekommen sind und wie wir jetzt unseren Planeten retten. Genau, und der Grundgedanke des Ökomodernismus ist im Gegensatz zur Postwachstumsökonomie, dass wir nicht uns einschränken und zurückgehen zu einem früheren Entwicklungszustand, aber er stimmt der Postwachstumsökonomie definitiv zu, oder den Kritikern der Wachstumslogik, dass Menschen, wenn sie dem Wohlstand entkommen, das zunächst auf Kosten der Natur machen. Ich habe aufgeschrieben, dass also der Kapitalismus oder der technische Fortschritt die Menschen aus der Armut erstmal befreit und auch aus den Naturgewalten, dass das aber eben ganz häufig eben auf Kosten der Natur geht und zu Ausbeutung und Ressourcenabbau und Verschmutzung der Umwelt führt. Das Interessante ist aber, da kommt gleich auch die Konsumkritik ins Spiel, dass ab einem bestimmten Punkt, als Turning Point oder Umweltwende bezeichnet, die Menschen dann genug Zeit und Geld haben für Umweltschutz und Konsumkritik und Druck dafür und Druck auf die Regierung zu machen. Und interessanterweise ist das in vielen europäischen Ländern genau in den 70er Jahren passiert. Also in der Analyse hatten die Wachstumskritiker durchaus recht, in den Lösungsvorschlägen würde ich sagen, wäre meine These eher nicht. Ganz wichtig ist ja auch zu sagen, dass hier kein neoliberales, turbokapitalistisches Mindset hintersteckt, sondern dass der Staat eine ganz zentrale und wichtige Rolle hat im Ökomodernismus. Er soll nämlich strenge Umweltgesetze und Naturschutzgesetze durchsetzen auf der einen Seite, setzt dann aber auf der anderen Seite auf den Markt und darauf, dass durch diesen Kosten- und Entdeckungswettbewerb effizientere grüne Technologien erfunden werden, um den Wohlstandszuwachs vom Naturverbrauch zunehmend zu entkoppeln. Ja, ich gehe das jetzt nicht alles durch, aber man kann sehen, dass genau um 1970 ungefähr in Amerika die abgebildete Andrew McCaffrey auf die Vereinigten Staaten primär eingegangen, diese Entkopplungstrend eingesetzt hat, zum Beispiel beim Zusammenhang aus US-BIP, also Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch und CO2-Ausstößen in den Vereinigten Staaten. Oder auch den Zusammenhang aus Wohlstandswachstum, Industrieproduktion und Rohstoffverbrauch, zum Beispiel Stahl, Kupfer, Nickel, Aluminium. Und auch eine ganz zentral wichtige Stellschraube ist der Ernteertrag, der sich auch ungefähr schon 1965 vom Ressourcenverbrauch entkoppelt hat. Dasselbe beim Wohlstandswachstum und Baustoffen oder Holzproduktion. Natürlich ist das nicht genau alles 1970 passiert, es ist unterschiedlich in Jahrzehnten eingesetzt oder hat eingesetzt, aber diese Entkopplungstrends sehen wir in den Vereinigten Staaten. Und Andrew McCaffrey konnte es am Anfang auch selbst nicht glauben. Er hatte einen Vortrag gehört von oder einen Artikel gelesen von James Ossible, der Ökomodernist ist, und hat seinen Studenten den Auftrag gegeben, ihn zu falsifizieren und an Daten zu gucken. Und dann hat er gemerkt, die sind richtig, und hat dann quasi das Buch geschrieben. Weltweit ist es auch so, dass wir bei allen Problemen, die wir noch haben, eine ganz wichtige Stellschraube sehen bei der Entkopplung von Agrarproduktion und Agrarland. Also es betrifft nicht nur Amerika, sondern es gibt auch diesen weltweiten Trend. Und wenn man sich jetzt die einzelnen Industrienationen anguckt, auch hier gibt es eine Entkopplung von der Ernteproduktion und zum Beispiel der dem Düngemitteleinsatz. Ja, und genau seit 1970, in den 80er Jahren, hat dann diese Umweltwende vor allem in westlichen Industrienationen eingesetzt. Ich kenne das selber nicht mehr, aber habe es durchaus durch meine Eltern- und Vorelterngeneration mit zugetragen bekommen, dass das Schwimmen in bestimmten Gewässern damals sehr schwierig war. Oder auch über dem Ruhrgebiet, wie die Luftverhältnisse da waren, ist das eigentlich heute nicht mehr zu vergleichen. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel das Wachstum des Waldes anschaut, hat der zugenommen, und die Gewässerqualität hat auch seit 1974 ist sie abgebildet, es gibt unterschiedliche Referenzquellen in vielen Teilen Deutschlands deutlich zugenommen. Ja, in Europa hat sich der Wald erholt in vielen Teilen, in Industrieländern wie Frankreich, United States, England, und auch der Wildtierbestand hat zugenommen. Das sind jetzt natürlich alles positive Daten, ich kann eben auch noch negative Daten sehen, also es ist nicht so, dass ich nur das Positive sehe, aber ich wollte mal die andere Seite zeigen. Genau, und die Yale University erstellt den EPI, den Environmental Performance Index, und hat unterschiedliche Länder untersucht und kommt eigentlich zu dem Schluss, dass es eine ganz starke Korrelation aus Wohlstandsniveau und Qualität der Umwelt gibt. Das heißt, man könnte sagen, zugespitzt, dass je reicher ein Land ist oder je wohlhabender ein Land ist, desto besser geht es der Umwelt, weil sie eben diesen Turning Point erreicht haben, Umweltschutzgesetze erlassen haben
und die Wirtschaft, den Kapitalismus an die Kandare genommen haben, sodass die Flüsse und die Luft zunehmend sauberer wurden. Ja, das CO2 ist so ein großes Problem weltweit bei der Entkopplung. Da sind wir gerade auf so einem Tableau, aber noch haben wir keinen Abstieg erlebt. Aber die Afrika ist halt ganz aktuell. In vielen Industrieländern haben wir eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß schon erreicht. Da ist noch genug zu tun, aber es gibt zumindest diese Entkopplungstrends bei Industrienationen, die in den internationalen Weltmarkt eingebunden sind. Komme ich zum Fazit. Also die Errungenschaften der Konsumkritik sind für mich ganz klar, dass die Konsumkritik und die Nachhaltigkeitspädagogik, die ich auch in der Schule lebe, sehr, sehr wichtige Verdienste leistet. Sie macht Schülerinnen und Schüler in Gesellschaften auf die ökologischen Nebenschäden, Folgeschäden ihres Lebensstils aufmerksam. Und sie übt vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, politischen Druck aus, um zum Beispiel Umweltschutzgesetze, den Clean Air Act in Amerika, den Clean Water Act in Amerika, aber auch in Deutschland umzusetzen, damit die Unternehmen für die Umweltkosten, die sie verursachen, haften und in der Folge aus eigenem Interesse die Umwelt schützen. Ja, Mythen und Fehlschlüsse wären eigentlich folgende. Ich habe geschrieben, ja, ein blindes, turbokapitalistisches Weiter-so ist falsch. Für mich aber ebenso falsch ist ein ja, Zurück zur Natur oder auf der anderen Seite eben auch sozialistische Träume von einem Systemumsturz. Ja, der Klimawandel könnte uns massiv zurückwerfen und wird uns auch zurückwerfen, wenn wir da nichts effizient gegen unternehmen. Aber der Gedanke, dass die Menschen früher im Einklang mit der Natur gelebt hätten und erst der fossile Kapitalismus uns ins Verderben gestürzt hätte, ist aus meiner Sicht der größte Mythos unserer Zeit überhaupt. Also der ganze Zugriff auf das Thema, wenn man sich die Daten anguckt, was seit 1970 wirklich passiert ist, ist für mich da etwas einseitig. Und der letzte Punkt, da sehe ich ganz klar, wir müssen als Europa oder als westliche Welt, als globaler Norden, als Hauptverursacher, historischer Hauptverursacher des Klimawandels mit den meisten CO2-Emissionen, wenn man das zusammenrechnet, definitiv vorangehen bei diesen Technologien. Aber das erreichen wir aus meiner Sicht eben nicht mit einseitigem Verzicht oder ja, mit dem Appell, dass man ja, zurück sollte oder Wachstum zurückstellen sollte, sondern vor allem mit der Schaffung technologischer und ökonomischer Möglichkeiten, die es attraktiv machen, auch für Länder im globalen Süden, diesem Modell zu folgen. Das ist eine Reservefolie, auf die gehe ich jetzt nicht mehr ein. Dankeschön. Ja, vielen Dank dir. Und dann Nico und Maxwell, als nächstes dein Input vertreten. Nee, wir machen eine Diskussion später. Und dann auch bitte mit melden. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja schon ganz oft in diesem Raum gewesen, das liegt aber ein paar Jahre zurück. Den Weg habe ich schnell gefunden. Jetzt muss ich von meinem Skript, das habe ich auch gerade innerhalb von 30 Sekunden nur erzeugt, ein bisschen abweichen und muss nochmal auf die Moderation angehen, um die an drei Punkten etwas zu verbessern, natürlich nicht zu kritisieren. Und der erste Punkt betrifft auch meinen Vorredner. Konsumkritik ist nicht ein 50 Jahre altes Phänomen, sondern Konsumkritik beginnt mit Karl Marx. Karl Marx war der Erste, der auf systematische Weise auf das Phänomen des Warenfetischismus hingewiesen hat und der zweitens eine saubere Trennung angeregt hat zwischen dem Gebrauchswert und dem Marktwert einer Ware. Da fängt die Konsumkritik an. Und später wurde sie fortgesetzt von Leuten wie Capp, Horkheimer, Adorno, Galbraith, Marcuse kommt dann, dann kommt Haug, Fromm, Gorsch, alles Linke. Und das hat nichts zu tun mit dem Club of Rome. Das ist das Erste. Zweitens, es wurde gerade in der Anmoderation gesagt, die von mir in die Debatte eingebrachte Konzeption Postwachstumsökonomie würde auf Konsumverzicht beruhen. Nichts könnte falscher sein. Ich habe noch nie in meinem Leben in einem Statement verbaler Art, das ich so vor ein Mikrofon sozusagen gebracht habe oder schriftlich von Verzicht gesprochen. Es geht um die Befreiung vom Überfluss, es geht um Suffizienz, darauf komme ich gleich, aber auch um die Rückgabe einer Beute. Denn wir sollten auch mal über Gerechtigkeit sprechen, wenn also über Konsum gesprochen wird. Und die Altlinken, seit Karl Marx, konsumkritischen Geister haben immer darauf hingewiesen, dass eine gerechte Gesellschaft und eine Konsumgesellschaft nicht so leicht in Einklang zu bringen sind. Und der dritte
Hinweis, der nicht so ganz stimmig ist, dass also auch wurde gesagt, in der Postwachstumsökonomie Strukturen gleich bleiben und die Eigentumsfrage nicht gestellt wird. Ha! Also, Konsumkritik kann nichts anderes sein als Kritik an den Eigentumsverhältnissen. Wenn ich zum Beispiel keine eigene Waschmaschine mehr nutze, um kein Waschmaschinenkonsument bei Bosch Siemens Hausgeräte AG zu sein, sondern sie mit anderen teile, was habe ich denn dann abgeschafft? Richtig, das Eigentum. Genauso ist es, dass wenn eine Industrie kleiner wird, die heute auf Privateigentum beruht und nicht mehr so expandieren kann oder sogar zurückentwickelt werden muss, was also die Quantität des Outputs anbelangt, dann wird Eigentum frei. Das heißt, es wird nicht mehr benötigt, es kann auch nicht mehr als Kapitalgut verwertet werden. So, jetzt komme ich aber tatsächlich zu meinen Ausführungen. Meine erste These lautet, kein Konsum ist keine Lösung. Also Konsumkritik wird auch oft so ein kleines bisschen ideologisch verformt, um also eine gute Replik darauf formulieren zu können, so nach dem Motto, es gäbe da Leute, die wollen anderen aufoktroyieren, wieder zurück zu müssen in die Höhle. Konsum bildet für mich aus einer eher ökonomischen oder auch mikroökonomischen Betrachtung heraus ein Phänomen, das eine ähnliche Charakteristik hat wie Medizin. Und da macht die Dosis das Gift. Aber niemand käme auf die Idee zu sagen, lebt doch ohne Medizin und sterb früh. Ja? Aber wenn man eine Überdosis einnimmt an irgendeiner gerade wirksamen Medizin, tut das auch nicht so gut. Und daraus lässt sich ableiten, dass es so etwas gibt wie eine maßvolle, vielleicht sogar optimale Konsumausstattung. Aber es geht nicht um Konsumverteufelung. Und ich werde da gleich noch was anderes dazu sagen. Es gibt sogar eine Konsumkritik, die dazu dient, den Nutzen des Konsums zu steigern. Ja? Und das heutige von dem Freund da vorne angesprochene Buch Ordinitis Less versucht, diese sogenannte zeitökonomische Rekonstruktion des Konsumverhaltens darzulegen. So, jetzt muss ich aber erstmal Konsum definieren, damit wir nicht das Thema verfehlen. Also, Konsum heißt letzten Endes, ich mache das heute ganz einfach, heißt nichts anderes als Dinge zu verbrauchen, die Mann oder Frau selbst nicht herstellen konnte oder wollte. Und was daraus folgt, das hat übrigens auch schon Karl Marx gewusst, dass Konsum die erste Form der Ausbeutung ist, die ökonomisch darstellbar ist. Die ersten Konsumenten auf diesem Planeten, das waren Barbaren und Adlige. Erklär uns nicht, weil die hatten Klöster und eine Klosterwirtschaft, die haben tatsächlich in gewisser Weise subsistent gelebt. Und diese Barbarei, oh nee, das war jetzt anders, sonst kriege ich hier gleich raus. Also dieses Phänomen wurde dann verlängert in die Gegenwart durch 4 industrielle Revolutionen. Weil es ja gerecht ist, wenn es nicht nur einen Ausbeuter gibt, sondern ganz viele. Das nennt man dann Konsumgerechtigkeit. So, jetzt möchte ich ganz kurz, weil ich nicht alle Zeit der Welt habe, nur 4 Begründungszusammenhänge nennen, die dogmenhistorisch betrachtet eine Basis für Konsumkritik liefern. Erstens, und da muss ich meinem Vorredner leider doch widersprechen, aber es ist ja nicht falsch, wenn Leute mit unterschiedlichen Meinungen sich begegnen. Es ist bis heute nicht mal theoretisch gelungen, zu erklären, wie es mit technologischem Fortschritt möglich sein kann, unter Einhaltung der Gesetze der Thermodynamik, das Wachstum industrieller Produktion zu entkoppeln von ökologischen Schäden. Und wenn man dann davon redet, dass irgendwer empirisch gezeigt haben soll, dass die Entkopplung doch stattgefunden hat, dann muss man genau hinschauen. Man muss unterscheiden zwischen sogenannter relativer und absoluter Entkopplung. Die relative Entkopplung bedeutet nichts anderes als, die Umweltschäden nehmen zwar noch zu, aber der Wohlstand nimmt noch mehr zu. So können wir nicht überleben. Wenn ich in der Bundesrepublik Deutschland mit 12 Tonnen CO2 pro Jahr auf der Waage stehe und jetzt plötzlich das Bruttoinlandsprodukt wachsen lasse und relativ entkopple, dann heißt das, dass immer noch ein Zuwachs an CO2 da ist, nur prozentual weniger als der Zuwachs als Bruttoinlandsprodukt. Das kann ich dann auf meinen Grabstein schreiben, aber das hilft nicht. Und die relative Entkopplung findet auch deshalb nicht statt, weil wenn ich heute ein bestimmtes Quantum an Umweltschäden addiere, physikalisch betrachtet dasselbe vielleicht wie vor 50 Jahren, zum Beispiel ein Hektar Fläche, versiegle, dann ist der Schaden, der damit heute einhergeht, ja, zigmal höher, als das vor 50 Jahren der Fall war. Warum? Weil Umweltgüter so knapp geworden sind. Auch deshalb funktioniert nicht mal die relative Entkopplung. Außerdem muss man, wenn man Entkopplung messen will, sich immer die Frage stellen, ob wenn ich 2 Variablen in Relation setze und sage, oh guck mal, das Bruttoinlandsprodukt hat zugenommen und die CO2-Emissionen haben nicht so stark zugenommen.
haben dann möglicherweise als Konsequenz des Einsatzes der Technologie, die diese relative Entkopplung bewirkt hat, andere Umweltschäden zugenommen, zum Beispiel das Flächen vor uns werden, dass die Biodiversität zerstört wird, dass Flüsse vergiftet werden durch die Ingredienzien, die man braucht, um diese Technologien in irgendeiner Form in Gang zu setzen. Und wenn die Länder, die, da wurde diese Kusnetzkurve, so heißt die nicht, also dass man sagt, muss erst reich werden, dann zerstört man ganz viel Umwelt, wenn man reich genug ist, dann repariert man sie wieder. Ein Konzept, das so oft widerlegt wurde, also da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Aber wir haben eben auch das Problem, dass die reichsten Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, in der Schweiz ganz sauber sind, da dampft nichts, die Flüsse sind so klar, da kann man mitten in Zürich kann man aus der Linnert trinken. Das Dumme ist nur, dass über 60% der Umweltschäden der Schweizerinnen und Schweizer weltweit verteilt liegen. Und in Deutschland ist es ganz genauso. Also da kann man sich die Welt schön rechnen. Wenn also die Entkopplung nicht funktioniert, nicht theoretisch und nicht empirisch, kann nach Adam Riese nur eine Senkung der Outputraten zu einer ökologischen Überlebensfähigkeit menschlicher Zivilisationen führen. Und das ist nicht zu haben ohne eine Reduktion des Konsums. Zweiter Grund. Also, wenn Konsumkritik geübt wird und dann die Replik lautet, das sei ja auch ein bisschen asozial, man würde den Menschen etwas nehmen oder man würde so eine Art Besitzstand angreifen, dann frage ich mich immer, wie gerecht sind eigentlich die Konsumniveaus, die wir heute in den Ober- und Mittelschichten der modernen Industriegesellschaften vorfinden? Wie entstehen überhaupt Konsumgüter? Mit welchem Recht konsumiere ich überhaupt einen Gegenstand, eine Leistung, ein Erlebnis oder eine sonstige Ware? Die übliche Rechtfertigung, die zieht sich wie ein roter Faden eigentlich durch alle sozialen und geisteswissenschaftlichen Narrative, ist eigentlich eine Leistungsgerechtigkeit. Das war schon bei Karl Marx so, ist auch bei allen Neoliberalen so, da gibt es keinen Unterschied. Nämlich, der Mensch arbeitet, der Mensch ist klug, er ist kreativ, er ist erfindungsreich, er ist wagemutig und er setzt Dinge in Gang und als Vergütung oder als Resultat dieser Prozesse eignet er sich dann diese Konsumgüter an. Das Dumme daran ist nur, das Ganze ist eine Interpretationsleistung. Um mit Adorno zu sprechen, ein Verblendungszusammenhang. Unser Wohlstand, der so immens gewachsen ist mit allen ökologischen Folgen, ist rein physikalisch, ist nichts anderes. Auch Dienstleistungen sind Physik, IT ist Physik, Reisen sind Physik. Die Leistung, die Menschen selber physikalisch erbringen, ist immer weiter geschrumpft. Wir leben heute in einer Wissensgesellschaft. Und wir lassen physisch arbeiten, wir selber arbeiten immer weniger physisch. Hat auch mit der Akademisierung der Gesellschaft zu tun und verlagern die Arbeit an Maschinen. Und so kann man sagen, dass unser Wohlstand, der physische Wohlstand, der so immens gewachsen ist, während unser eigener physischer Beitrag immer weniger geworden ist, dass dieser Wohlstand das Resultat ist von Maschinisierung, Mechanisierung, Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung, Globalisierung. Wir lassen die Puppen tanzen und tun so, als sei das sozusagen unser Verdienst. Was daraus folgt ist, dass Reduktionen des Konsumniveaus kein Verzicht sein können, sondern eine Rückgabe der Beute, die wir uns angeeignet haben. Ein Beitrag zur Wiederherstellung globaler Gerechtigkeit. Wie kann ein Mensch auf etwas verzichten, was ihm oder ihr auf Basis plünderungsfreier Arbeit nie als Gegenwert zugestanden haben kann? Wenn ich einen Einbrecher erwische, der eine Bank ausraubt und ich ihn stelle und nehme ihm jetzt die Tasche mit den 500.000 Euro weg und er schreit jetzt unter Tränen, Verzicht, Verzicht, dann würden wir lachen. Tatsächlich beruht unser Wirtschaftssystem, also unsere Konsumgesellschaft darauf. Jetzt möchte ich zwei andere Begründungszusammenhänge ganz kurz streifen. Ein Preis für die Konsumgesellschaft, die wir ausschöpfen, ist die Vulnerabilität und die Verkümmerung. In einer Konsumgesellschaft, die darauf beruht, dass unser Wohlstand eben nur darstellbar ist als immer größere Distanz zwischen Verbrauch und Erzeugung von Gütern, verlieren Menschen jegliche Fähigkeit und damit auch jegliche Freiheit, mitzuwirken an den Prozessen, die erforderlich sind, um die Grundbedürfnisse oder auch darüber hinaus konzertierte Bedürfnisse zu befriedigen. Die Autonomie, die Freiheit geht verloren. Wer sich in die perfekte Abhängigkeit der Industrie und der sich daraus ergebenden Herrschafts- und Machtsysteme begeben will, muss konsumieren. Das ist ganz wichtig. Und diesen Prozess, den müssen wir natürlich unter dem Aspekt betrachten, dass eine Befreiung davon nur bedeuten kann, weniger zu konsumieren. Und jetzt kommt der vierte Aspekt, nämlich innere Wachstumsgrenzen.
Davon war jetzt gerade nicht die Rede und der Club of Rome hat davon auch noch nicht viel gesprochen. Herbert Marcuse hat davon schon gewusst, ja, in seinem eindimensionalen Menschen. Der Homo sapiens ist aufgrund seiner biophysischen Konstitution und auf Basis seiner begrenzten psychischen Kapazitäten überhaupt nicht in der Lage, seine Zufriedenheit, sein Wohlbefinden oder seine Lebensqualität durch Konsum über eine bestimmte Grenze hinaus zu steigern. Daraus folgt, dass die Höhe des Konsums nichts aussagt darüber, welchen Nutzen Menschen aus diesem Konsum ziehen, sondern dass der Konsum natürlich in gewisser Hinsicht zu einem Kommunikations- und Identifikationsinstrument geworden ist. Fast schon zwanghaft erfolgt. Auch deshalb ist weniger konsumieren in vielen Fällen nichts anderes als das Erkämpfen von Freiheiten. Das müsste ich eigentlich näher ausführen, das habe ich ja in einem Buch mal aufgeschrieben, aber den Titel nenne ich jetzt nicht, um keine Werbung zu machen, sondern möchte ganz zum Schluss sagen, was sind denn jetzt die Alternativen zum Konsum? Die erste Alternative nennt sich Suffizienz, aber nicht Verzicht. Unter Suffizienz versteht man die Reduktion, die Selbstbegrenzung oder die Entsagung von irgendetwas, aber nicht zwanghaft. Und auch nicht nur aus Gründen der Verantwortungsethik, sondern auch aus Gründen der Strebensethik, weil die Befreiung von Konsum bedeuten kann, den Rest an Konsum, auf den sich dann die menschliche nicht vermehrbare Aufmerksamkeit konzentriert, aufzuwerten. Der Wert einer Konsumhandlung und der Wert einer Konsumware bemisst sich an der Aufmerksamkeit und Zeit, der Homo sapiens in der Lage ist, diesem Prozess zu widmen, weil nämlich die Sinnesorgane eines Menschen nicht ausgetrickst werden können. Genuss kann man nicht delegieren und man kann ihn nicht beschleunigen. Ja? Und die zweite Alternative ist die Subsistenz. Damit, ich habe ja schon das Waschmaschinenbeispiel heute genannt, damit ist gemeint, die Konsumnachfrage zwar zu reduzieren, aber nicht das Niveau der Bedürfnisbefriedigung. Die wichtigste Subsistenzdisziplin ist die Reparatur. Stellen wir uns eine Welt vor, in der Menschen wieder selbsttätig statt zu konsumieren, über die Kompetenz und Fähigkeit verfügen oder auch über die Infrastrukturen, die Nutzungsdauer der Dinge, der Konsumgegenstände, zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Mit wie viel weniger Produktion kämen wir aus ohne Verzicht, was ja heute schon angesprochen wurde, ohne Verzicht erleiden zu müssen. Die Gemeinschaftsnutzung ist die zweite Möglichkeit. Gut, Beispiel Auto, Waschmaschine, Rasenmäher ist bekannt. Und die dritte Möglichkeit ist sogar selbst zu produzieren. Zum Beispiel auf Höfen der solidarischen Landwirtschaft, in Gemeinschaftsgärten, in offenen Werkstätten und so weiter. Das sind Prozesse der Befreiung, der Autonomie. Es gibt ein interessantes Buch zur Reparaturwirtschaft, nämlich, ich glaube, die Welt reparieren, im Transkriptverlag. Das kann man umsonst als PDF runterladen. Der Untertitel des Buches ist Reparatur als antikapitalistische Praxis. Wer nämlich den Kapitalismus abschaffen will, muss erstens weniger konsumieren und zweitens mehr reparieren. Und die wichtigste Örtlichkeit hier in dieser Stadt, an der das wirklich mit Leben gefüllt wird, ist, ich habe das heute mal nachgemessen, ist ungefähr 745 Meter Luftlinie von hier entfernt. Das ist das Oldenburger Ressourcenzentrum. Da wird dann repariert. Alle Anwesenden sind eingeladen, sich das mal anzuschauen. Vielen, vielen Dank. Ich habe einen ausformulierten Text vorbereitet. Das hat ganz einfach den Grund, sonst komme ich ins Schwafeln, sonst verlaufen meine Sätze ins Nichts. Ist besser für Sie, ist besser für mich, wenn ich so mache. Gleichwohl ist es dadurch ein bisschen dicht. Ich hoffe, man kann mir folgen, dass zumindest die wichtigsten Punkte einigermaßen deutlich werden. Ansonsten haben wir auch noch die Diskussion danach. Nico Pech hat einmal in einem Interview gesagt, er würde sich etwas mehr Streitkultur in den Wissenschaften wieder wünschen. Ich hoffe, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann. Vielleicht auch übertreibe, das werden wir dann gleich ausdiskutieren müssen. Schauen wir mal. Um wissenschaftlich über den Sinn und Unsinn von Konsumkritik urteilen zu können, was ja die Leitfrage dieser Podiumsdiskussion sein soll, ist ein Begriff der kapitalistischen Produktionsweise vorausgesetzt.
Andernfalls bleibt die Debatte eine bloße Spiegelfechterei. Ohne wissenschaftlichen Begriff der kapitalistischen Produktionsweise, der Wesen und Erscheinung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu unterscheiden befähigt, bleiben wir in den Oberflächenphänomenen der gesellschaftlichen Verhältnisse befangen. Für eine gemeinsame Gesprächsgrundlage hätte unsere Diskussion unter anderem zu klären, was ist überhaupt kapitalistischer Reichtum? Was bedeutet es, dass er als eine ungeheure Warensammlung erscheint, wie Marx, Marx wurde schon angesprochen, als erster Konsumkritiker angeblich, im ersten Satz seiner Kritik der politischen Ökonomie konstatiert? Sind damit tatsächlich in erster Linie die Massen an Konsumgütern gemeint, die in den Schaufenstern der Einkaufspassagen zum Verkauf angeboten werden? Ist die Versorgung der Menschen mit möglichst vielen Konsumgütern überhaupt der Zweck der kapitalistischen Reichtumsproduktion? Wovon reden wir, wenn wir von Konsum sprechen? Individueller Konsum ist etwas anderes als produktiver Konsum. In jeder menschlichen Gesellschaft werden Lebensmittel produziert, aber auch Produktionsmittel konsumiert, also konsumiert, das war ein Versprecher. Lebensmittel konsumiert, aber auch Produktionsmittel konsumiert. Wie lässt sich das Verhältnis von individueller Konsumtion zu produktiver Konsumtion nun unter Bedingungen kapitalistischer Akkumulation bestimmen? Und welche Funktionen spielen Wissenschaft und Technik in diesem Zusammenhang? Nur unter diesen Voraussetzungen, zugegebenermaßen sehr voraussetzungsreiche Voraussetzungen, ließe sich meines Erachtens sinnvoll über Sinn und Unsinn von Konsumkritik streiten. Ich habe mich ferner in der Vorbereitung auf diese Podiumsdiskussion gefragt, ob ich die Konsumkritik, wie sie Nikopäig seit nunmehr 20 Jahren überaus medienwirksam vertritt, wahrscheinlich noch ein bisschen medienwirksamer würdest du es dir wünschen, aber ich würde sagen, doch sehr zu laut. Ein bisschen. Na gut. Okay, ich zügel mich. Also, medienwirksam so. Ich habe mich gefragt, ob die Konsumkritik, die Nikopäig vertritt, überhaupt insgesamt, ob ich sie überhaupt immanent kritisieren kann und will, oder ob ich mich besser gleich dem zugrunde liegenden Bedürfnis widmen soll. Denn zu offensichtlich, zu plump erscheint mir das kaum verhüllte Ressentiment, durch das Pays sogenannte Wachstumskritik geleitet ist. Im Stile eines kulturpessimistischen Gegenaufklärers mokiert er sich über, alles jetzt Zitate, moderne Konsumgesellschaften, die sich angeblich durch eine wattierte Non-Stop-Rundumversorgung, durch eine Bequemokratie, Wohlstandsverwahrlosung, Komfortkrücken und spätrömische Dekadenz, die bekanntlich auch Liberale beklagen, auszeichnen würden. Sollte ich mich nun ernsthaft darum bemühen, Pech und seine Anhänger davon zu überzeugen, dass diese seine Beschreibung der Wirklichkeit falsch ist und er damit der Lebensrealität der allermeisten Menschen hohn spricht? Mir scheint, als würde ich mich mit einem solchen Versuch empirischer Widerlegung, als würde ich damit an der Intention des Autors vorbeigehen, der meines Erachtens ganz bewusst von Differenzierung absieht, um sein zivilisationskritisches Bild des maßlos gewordenen Menschen als eine allgemeine Plage des Planeten zu zeichnen. Das eigentliche Problem liegt für Pech nämlich in der Zitat Demokratisierung des Wohlstands, die nicht nur eine Konsum-, sondern inzwischen auch eine mobilitätsgierige Masse hervorgebracht habe. Zitat Ende. Konsumkritik à la Pech liest sich in seinem mittlerweile in 10. Auflage erschienenen Bestseller, wenn du nicht selbst Werbung machen willst, mach ich's mal, Befreiung vom Überfluss, dann so, Zitat, das entgrenzte EasyJet-Weltbürgertum kennt viele Ziele und Beweggründe dafür, es mit der individuellen CO2-Bilanz nicht so genau zu nehmen. Mal ist es die coole Party, mal der billige Sex, ein andermal der verheißungsvolle Shopping-Nachmittag. Zitat Ende. Pech will hier offensichtlich schuldige Dinge festmachen. Anstatt gesellschaftlich erzeugte Bedürfnisse, vielleicht mit Marcuse, Adorno, Horkheimer, die je nach Produktionsweise und Entwicklungsstand einer Gesellschaft variieren
auf den Grund zu gehen und den Zweck kapitalistischer Reichtumsproduktion zu reflektieren. Der garantiert nicht im individuellen Konsum, also in der Versorgung der sogenannten Endverbraucher mit möglichst vielen Konsumgütern besteht. Die Annahme, dass im Kapitalismus für die Bedürfnisse der Menschen produziert würde, ist bereits grundverkehrt. Versuchen Sie morgens einmal zum Bäcker zu gehen und ein Brot allein mit Hinweis auf Ihren Hunger ausgehändigt zu bekommen. Oder gehen Sie meinetwegen zum Reisebüro, um bei EasyJet den Last-Minute-Flieger für die nächste Sexparty in New York allein mit Verweis auf Ihre Geilheit zu buchen. Sie werden jeweils in überaus verblüffte Gesichter blicken und gar nichts bekommen. Pech unterschlägt also schon die elementare Bestimmung, dass im Kapitalismus nur die zahlungskräftige Nachfrage, nicht jede beliebige Nachfrage, bedient wird. Trotzdem soll es die angebliche Gier des modernen Menschen nach immer mehr Konsum sein, die neben weiteren unmoralischen sogenannten Wachstumstreibern wie dem altbekannten Zins die kapitalistische Produktion diktiert und eine ökologisch ruinöse Wachstumsspirale in Gang setzt. Wenn die Konsumtionssphäre die Produktionssphäre diktiert und nicht umgekehrt, brauchen wir laut Pech eine Kultur des Genug und ein Zurück zum menschlichen Maß, das er offenbar ganz genau zu kennen scheint. Man könnte sagen, aufs Milligramm CO2-Emissionen pro Kopf genau. Durch eine sogenannte Lebensstilpolitik, eine Art lebensreformerischer Selbstbescheidung, will Pech die ungesunden Auswüchse der modernen Zivilisation aus der Welt schaffen. Durch Suffizienz, also Verzicht, Befreiung vom Überfluss, und Subsistenz will er zu einem angeblichen natürlichen Gleichgewicht zurückfinden, das dereinst in der einfachen Warenproduktion eines dörflichen Handwerker-Idylls mit nur geringfügiger gesellschaftlicher Arbeitsteilung bestanden hätte. Naturidolatrie, also die Projektion von Harmonie und Gleichgewicht in eine von menschlichen Eingriffen weitgehend befreite Natur, ist fester Bestandteil dieser, aber auch anderer antimoderner Wachstums- und Zivilisationskritik, deren Untergangsvisionen im linken wie im rechten politischen Lager anschlussfähig sind. Der Mensch erscheint nur mehr als Kostgänger der Natur, die sich Pech als Opfer von Raub und ökologischer Plünderung, haben wir heute wieder gehört, und damit als Eigentümerin ihrer selbst imaginiert. In einem Interview mit Thilo Jung hat Nico Pech einmal erzählt, dass er von Hause aus ein, Zitat, stinknormaler Volkswirt sei. Darin muss ich ihm recht geben, was sich unter anderem an seiner falschen Marx-Kritik zeigen lässt. Pech wirft Marx und den Marxisten, was für ihn einerlei ist, eine einseitige Erklärung der Entstehung kapitalistischen Reichtums vor. Marx habe sich zu sehr auf den Produktionsfaktor Arbeit versteift, indem er die menschliche Arbeit als die einzige wertbildende Potenz aufgefasst und damit dem Produktionsfaktor Boden, respektive Natur, seinen Anteil an der Wertschöpfung abgesprochen habe. Zitat Pech. Das Dogma der marxistischen Arbeitswertlehre, wonach allein Arbeit Wert erzeugen kann, blendet den Beitrag der ökologischen Plünderung zur Wertschöpfung aus. Zitat Ende. Er, Marx, folge damit der ökologisch zerstörerischen modernen Fortschrittsideologie, die blind die Arbeit überhöhe und einen von ökologischen Schäden entkoppelten grenzenlosen Zuwachs an materiellem Reichtum verspreche. Für Marx sei allein, wiederum Zitat, die menschliche Arbeitskraft die Quelle des stofflichen Reichtums. Dagegen gemahnt Pech, je mehr maschinelles Equipment eingesetzt wird, um menschliche Verrichtungen zu verstärken oder durch Automatisierung zu ersetzen, desto höher ist zwar rein rechnerisch, die Arbeitsproduktivität, aber tatsächlich sind es in zunehmendem Maße Energieträger, Flächen, Materie sowie ökologische Assimilationskapazitäten, deren Verbrauch entstehen lässt, was dann als Überschuss bezeichnet wird. Zitat Ende. In den drei Pech-Zitaten geht nun einiges durcheinander. Es ist nach Marx nämlich gerade die, jetzt mal ein Marx-Zitat aus Kapitalband 3,
Mystifikation der kapitalistischen Produktionsweise, die Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse, das unmittelbare Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsverhältnisse mit ihrer geschichtlich-sozialen Bestimmtheit. Wenn die bürgerliche Ökonomie im Einklang mit dem Alltagsverstand die drei sogenannten Produktionsfaktoren Kapital, Arbeit, Boden als unabhängige Quellen dieses Überschusses bzw. der Wertschöpfung auffasst. Pech ignoriert den fundamentalen Unterschied von stofflicher Seite und Wertseite im kapitalistischen Produktionsprozess, der Einheit von Arbeits- und Verwertungsprozess ist. Marx schreibt im Kapital sehr deutlich, dass die kapitalistische Produktionsweise, Zitat, die Springquellen alles Reichtums untergräbt. Die Erde, könnte an dieser Stelle auch sagen die Natur, und den Arbeiter. Die Erde und den Arbeiter. Zugleich insistiert er vehement darauf, dass allein die menschliche Arbeit wertbildend sei und kein Atom Naturstoff in die Wertgegenständlichkeit einer Ware eingehe. Marx sagt damit zum einen, dass aller gesellschaftliche Reichtum, unabhängig von seiner spezifisch-historisch-gesellschaftlichen Form, in jeder historischen Epoche sich der menschlichen Bearbeitung des Naturstoffs verdankt. Erde und Arbeiter sind die Springquellen alles stofflichen Reichtums, wie auch anders. Wenn Pech also immer wieder behauptet, dass der fundamentale Irrtum der menschlichen Zivilisation seit Beginn der Moderne, quasi ihr Sündenfall, in der Annahme bestehe, dass Wertschöpfung aus dem materiellen Nichts möglich sei, hat dies mit der Marxischen Bestimmung des menschlichen Arbeitsprozesses jedenfalls nichts zu tun. Was nicht heißen soll, dass nicht einige Liberale oder wer auch immer das glauben mag, dass Wertschöpfung aus dem materiellen nichts möglich sei. Das ist aber nicht Marx' Position. Marx behauptet ausdrücklich nicht, dass die menschliche Arbeitskraft die alleinige Quelle des stofflichen, hier muss man nochmal betonen, des stofflichen Reichtums ist. Er zeigt aber, dass nur die menschliche Arbeit Quelle von Wert sein kann. Denn ansonsten würde ein gesellschaftliches Verhältnis von Arbeitsprodukten, und nichts anderes drückt der Wert aus, der Wert einer Ware, zu einer Natureigenschaft von Dingen gemacht. Wenn die Kopech die Natur als ebenbürtige Wertbildnerin neben der menschlichen Arbeit anerkannt wissen will, das haben zu Marx-Zeiten bereits die Physiokraten auch so getan oder vor Marx, dann projiziert er damit lediglich gesellschaftliche Bestimmungen in die Natur und konterkariert damit die Erkenntnis von beidem. Was Natur ist, was Gesellschaft, gerät völlig durcheinander. Und dies wiederum hat Konsequenzen für die Stoßrichtung seiner Wachstumskritik. Das von Marx sehr präzise erfasste kapitalistische Herrschaftsverhältnis, das nebenbei bemerkt kein Herrschaftsverhältnis von Kapitalisten über die Arbeiter, sondern des Kapitals über die Arbeit ist, diffundiert bei Pech durchaus folgerichtig in die moralisierende Anklage von Raub und ökologischer Plünderung. Wie das Kapital sowohl auf die menschliche Arbeitskraft als auch auf die natürlichen Ressourcen als bloße Mittel seiner Selbstverwertung zugreift und im Zuge dessen beide immer weiter dominiert, lässt sich auf dieser falschen begrifflichen Grundlage gerade nicht adäquat kritisieren. Nun habe ich fast ausschließlich über Nico Pech gesprochen und Robert Benckens ganz außer Acht gelassen, was seiner Person nicht gerecht wird. Es dürfte aber zumindest ansatzweise klar geworden sein, dass ich anders als er, Robert, den Kapitalismus nicht als die beste aller möglichen Welten ansehe, die sich ihrer ökologischen Probleme durch weiteren technischen Fortschritt quasi von selbst entledige. Benckens scheint mir ganz ungebrochen die liberale Fortschrittsideologie zu vertreten, während Pech auf der gemeinsam geteilten Grundlage der bürgerlichen Volkswirtschaftslehre die abstrakte Negation dieser Fortschrittsideologie vertritt. Und beides halte ich für falsch. Ich hätte jetzt noch eine halbe Seite, habe ich noch einen Moment, oder bin ich drüber? Eigentlich nicht. Die Frage wäre, ob das für euch okay ist, dann würde ich es zulassen. Das ist super, weitermachen. Na gut. Eine letzte Beobachtung. Ich denke, eine Anziehungskraft von Konsumkritik, und ich war selbst mal Fan davon, ich habe dich mal eingeladen, falls du den noch erinnerst. Vor 12 Jahren warst du in Münster, ich habe dich eingeladen. Ja. Ich denke, eine... Ja, nein,
Nein, ich habe weitergedacht danach. Ich denke, also Moment, ich denke, eine Anziehungskraft von Konsumkritik liegt vor allem in dem Schein von Handlungsmacht, der durch die unmittelbare Adressierung der Individuen in ihrem privaten Lebensumfeld erzeugt wird. Sie dient damit zum einen der Kompensation der tiefgreifenden Ohnmacht gegenüber einem gesellschaftlichen Zusammenhang, der dem Einzelnen im Kapitalismus als eine apersonale fremde Macht gegenübersteht, der er nahezu schutzlos ausgeliefert ist. Doch nur wenn bereits vorausgesetzt und akzeptiert ist, dass die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln eine Idee, ein Gedanke ist, der völlig ausgeschlossen ist, und damit eine gesellschaftlich-demokratische Planung dessen, was wann, wo, wie, in welchem Umfang, zu welchem Zweck, durch wen, unter ökologisch vertretbaren Bedingungen produziert werden soll, kann die Sphäre des individuellen Konsums überhaupt als diejenige Sphäre erscheinen, auf die sich die eigene Betätigung nun zu konzentrieren habe. Das heißt, der Ausgangspunkt einer jeden Konsumkritik ist zum anderen immer schon die Kapitulation vor der eigenen Ohnmacht in der Sphäre der gesamtgesellschaftlichen Produktion. In Zeiten, in denen die Vergesellschaftung der Produktionsmittel nicht nur undurchführbar, sondern beinahe auch undenkbar erscheint, was für ein alberner Gedanke von mir, sowas auch nur zu denken, bleibt den Individuen, wenn sie dann doch einmal aus ihrer Rolle als ohnmächtiger Konsument herausspringen wollen, scheinbar nur der Weg der Subsistenz, der Urban Gardening-Projekte, lokaler Tauschringe, Repair-Cafés und Resilienztrainings. Der Erfolg der Konsumkritik ist somit auch Ausdruck des Misserfolgs, und jetzt kommt das böse Wort, kommunistischer Kritik, die durch die historische Hypothek des real existierenden Sozialismus belastet ist, wenngleich sie selbst die besten begrifflichen Voraussetzungen hat, um diesen umfassend zu kritisieren. Das wäre noch die Schlussbemerkung. Magst du auf ein paar Sachen, wie zum Beispiel, was ist überhaupt kapitalistische Produktionsweise, war ja eine von vielen Fragen, die Michael hier als Voraussetzung gesetzt hat, damit wir überhaupt über Konsumkritik reden können. Vielleicht magst du darauf, aber gerne auch auf die vielen anderen Kritikpunkte, die Michael angesprochen hat, eingehen. Bestimmt nicht alle, aber... Naja, Kritik, was ist Kritik? Irgendwo ist natürlich die Grenze zwischen Denunziation und Kritik zu ziehen. Und ich glaube, das Publikum hat ja gehört, wo diese Grenze hier gerade in diesem Vortrag auch lag und immer wieder überschritten wurde, darauf jetzt im Detail einzugehen. Also das würde so viel Zeit kosten, auch die ganzen Verdrehungen und Unterstellungen einfach auf einer persönlichen Ebene, die jetzt gerade zur Sprache kamen, die jetzt nochmal zu benennen und sie einfach in Abrede zu stellen. Ich glaube, das wird zu langweilig, nicht? Aber ich fange einfach mal an, schon der zweite Satz von ihm, also ist schon überhaupt nicht akzeptabel, also zu behaupten, es sei nicht möglich, sich kritisch dem Phänomen des Konsums zu nähern, ganz gleich, ob bejahend oder verneinend, wenn nicht die Grundlagen des Kapitalismus irgendwie aus marxistischer Sicht dargelegt werden können. Also alle linken Utopien beruhen darauf, Menschen zu Konsumenten zu machen. Auch der real existierende Sozialismus, den ich nie hernehmen möchte als ein Beweis dafür, dass etwa marxistische Ideen falsch seien, das würde ich nie machen. Aber auch der Wettlauf der Systeme, den wir erlebt haben während der Zeit bis 1990, beruhte immer darauf, dass selbstverständlich auch linke Theoretiker und Praktiker, ja, dort wo also real existierender Sozialismus vorherrschte, versucht haben, sich in den auch konsumorientierten Versprechungen zu übertrumpfen. Deswegen kann man nicht sagen, dass Konsum ein kapitalistisches Phänomen ist. Es ist vielmehr so, es ist ein Phänomen des Industrialismus. Und der Industrialismus
der legt noch nicht fest, ob wir kapitalistische oder sozialistische Produktionsverhältnisse vor uns haben. Industrialismus muss zwangsläufig eine Konsumgesellschaft bedingen, weil die Industrie genau das ist, was den Nichtkonsum dezimiert. Ich habe ja heute wenigstens versucht, im Gegensatz zu meinem Vorredner eine Definition des Konsums zum Besten zu geben. Das heißt, durch Industrieproduktion, durch Arbeitsteilung werden genau die Distanzen erzeugt, die es braucht, damit Menschen mehr konsumieren können, als sie in der Lage sind zu erzeugen. Und das setzt keine kapitalistischen Produktionsverhältnisse voraus. Und dann noch etwas. Über Karl Marx können wir lange streiten. Man kann auch Karl Marx-Zitate so aus dem Zusammenhang reißen und vergessen, dass Karl Marx eben auch widersprüchlich war. Das ist keine Kritik an Marx. Das hat damit zu tun, dass Karl Marx natürlich über Jahrzehnte hinweg geschrieben hat und so ein Berg an Schriften hinterlassen hat, die alle in Ordnung sind. Das ist nicht das Thema. Aber gerade das Verhältnis zum Thema externe Effekte, Ökologie und so weiter bei Karl Marx ist eben widersprüchlich. Und Karl Marx hat ja die Physiokraten, die man als erste ökonomische Strömung auch, die wurden gerade kurz genannt, bezeichnen kann, die sich also sozusagen der Produktivität der Ökosphäre bewusst waren, hat die ja nicht einfach verteufelt, er hat sie mit übelstem Zynismus übergossen, das darf man nicht vergessen. Aber ein Punkt ist mir noch wichtig, und dann, gut, was gar nichts zu tun hat in der Replik jetzt auf dieses wunderschöne Referat, Karl, das mich fürchterlich amüsiert hat. Der Punkt ist, dass die Beschreibung des Kapitalismus zu Zeiten von Karl Marx heute nicht mehr hinlänglich ist. Unter den Bedingungen, die Karl Marx noch erlebt hat, ist die Logik der Kapitalverwertung bei Karl Marx, G, W, G', ich setze Geld ein, um Waren zu produzieren, die ich dann, G' zu einem Geldbetrag verkaufe, der größer ist als das eingesetzte Geld. Zu der Zeit war G', weil wir eben noch keine Konsumgesellschaft hatten, vernachlässigbar. Das heißt, die Kapitalverwertung setzte voraus, G zu reduzieren, das heißt, Arbeitskräfte auszubeuten. Das hat Karl Marx ganz hervorragend beschrieben. Deswegen war die Ausbeutung der Arbeitskräfte die Grundbedingung für die Stabilisierung des Kapitalismus. Und heute müssen wir vom Konsumkapitalismus reden. Heute ist die Stabilisierung des Konsums die Lebens- und Stabilitätsbedingung des Kapitalismus. Das heißt, das G' wird also sozusagen immer weiter erhöht. Das heißt, um Herrschaft auszuüben, muss man Menschen zu Konsumenten machen und kann sie auch nicht allzu stark ausbeuten. Die Wirtschaft verfügt und auch die Politik, die ihr wohlgesonnen ist, über viele Mechanismen, um Menschen immer wieder in die Lage zu bringen, Konsumnachfrage zu artikulieren. Und damit haben wir natürlich einen Prozess der Durchdringung aller Facetten unseres Lebens durch das Phänomen des Konsums. Und deswegen sollten eigentlich auch Kapitalismuskritiker sich klar machen, dass ohne Konsumkritik, also auch Kapitalismuskritik, nicht mehr plausibel sein kann. Also ich kann nicht H2O abschaffen, aber das Wasser behalten wollen. Ja, ich habe diesem Schlagabtausch im innerlinken Bezirk gerne zugehört. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und ich kenne auch schon die beiden Ansätze, wollte aber auf beide Ansätze nochmal kritisch eingehen. Und zwar zuletzt vielleicht erstmal auf das, was Nico Piech gesagt hat, aber noch auf seine Einstiegsrede. Für mich klangen die genauso, mit Verlaub, wie diese Untergangsbestseller, die ich vorhin beschrieben habe, aus 1968, 72 und fortfolgende. Und ich würde ja zustimmen, wenn man jetzt nach 50 Jahren die Daten wälzt und sagt, es stimmt, die Menschen geht es weltweit schlechter, die Lebenserwartung ist gesunken, die Kindersterblichkeit ist gestiegen, die Flüsse sind immer dreckiger und wir sind sowieso total am Arsch, auf Deutsch gesagt. Aber es ist ja nicht so. Von daher kann an dieser Prämisse etwas nicht stimmen, dass unser Wohlstandsmodell nur, ich sage nicht auch, sondern nur zur Ausbeutung von Mensch und Natur führt. Diese Arbeiterverelendungshypothese ist aus meiner Sicht sowieso komplett falsifiziert. Natürlich gibt es in den Ländern des globalen Südens immer noch grässliche Abhängigkeitsverhältnisse. Ich komme selbst von der Fairtrade-Schule, die da versucht, viel Bewusstsein für zu schaffen. Aber das Bild, dass der Kapitalismus jetzt den Arbeitern in Elend gestürzt hätte, ist aus meiner Sicht grotesk falsch. Ich selber komme aus einer Arbeiterfamilie und bin deswegen unverdächtig, jetzt irgendwie da Besitzstandswahrung auf liberaler Seite zu üben. Also, ja. Und der zweite Punkt, das was auch noch von Herrn Heidemann gesagt wurde, war ja die umweltpolitische Planung. Also da war ja die Kritik, dass diese reine Verzichtsethik so eine ja, individualistische Moralisierung wäre, die nichts an den Verhältnissen ändert. Ja, das sehe ich bis zu einem gewissen Grad auch so. Und dass es dann aber stattdessen
mutige Umweltprogramme geben müsste. Also ich glaube, du hattest gesagt, wer wann was wo produziert. Und wenn man sich jetzt die Umweltbilanz der DDR anguckt und sie vergleicht mit der Bundesrepublik, dann kann man nämlich sagen, dass der Sozialismus nicht nur ökonomisch und sozial vor die Wand gefahren ist, sondern auch ökologisch. Also der größte Fortschritt in Sachen CO2 und Luft- und Wasserverbesserung war tatsächlich die Wende, die die sozialistischen Dreckschleudern aus dem Verkehr gezogen hat. Da kann man jetzt natürlich auch wieder sagen, das war wieder nicht der Kapitalismus, den wir eigentlich im Kopf haben, aber wenn es jetzt so viele Versuche gegeben hat, frage ich mich, wann kommt der Erfolg? Das weiß ich auch nicht, wann der Erfolg kommt, aber du hast jetzt am Ende eigentlich selbst auch nochmal zurückgenommen. Real existierender Sozialismus würde ich jetzt nicht als Einwand gegen eine begriffliche Kritik des Kapitalismus nehmen, wie meines Erachtens bei Marx schon am entwickeltsten, am ausgeführtesten ist. Natürlich nicht eine Bibel, der zu folgen ist, aber auf der sozusagen auf der Grundlage weiterzudenken ist. Und na, jetzt ist mir der Punkt einfach, was wollte ich noch sagen? Zu dir, Robert. Umweltplanung. Ach Mist, was war's denn? Vielleicht fällt es mir nachher noch wieder ein. Aber zu einem anderen Punkt. Nico, du hast jetzt nochmal eine Replik gegeben. Erstmal finde ich es schade. Ja, okay, ich war polemisch, gestehe ich sofort zu. Denunziation weiß ich nicht. Mich würde schon interessieren, wo ist die Grenze von der Kritik zur Denunziation überschritten? Weil mir ging es eigentlich eher darum, aus dem Buch, was ich kenne, das du geschrieben hast, aus Vorträgen, aus anderen Texten von dir, sozusagen die Konsequenzen zu ziehen, die meiner Meinung nach begrifflich darin enthalten sind. Ob du die dann persönlich auch so siehst, das würde ich davon nochmal trennen. Es geht mir um eine begriffliche Kritik an der Postwachstumsökonomie. Und was jetzt selbst nochmal gesagt, es geht nicht um Kapitalismus, sondern um Industrialisierung als Wachstumstreiber. Und da steckt doch, das muss ich doch dann so ernst nehmen, da steckt doch die Annahme drin, dass mit einer gesellschaftlichen Arbeitsteilung, die das agrarisch, handwerklich, dörfliche überschreitet, raumzeitliche Grenzen überwindet, entgrenzt, dass das Problem ist, das ökologische Schäden produziert. Es ist also nicht der Produktionszweck, der ökologische Schäden systematisch produziert, weil er eben den Naturstoff und den Arbeiter als bloßes Mittel der Selbstverwertung verwendet, sondern es ist einfach eine entgrenzte gesellschaftliche Arbeitsteilung. Und dann ist es doch, würde ich sagen, keine Denunziation, wenn ich sage, die Konsequenz muss dann sein, dass man wieder ins Handwerker-Idyll zurückkehrt, wo jeder seine Runkelrüben selbst aus der Erde zieht. Und ein weiterer Punkt ist der Arbeitsbegriff, der mir in deiner Kritik zu unbestimmt bleibt. So wie ich dich verstehe, arbeiten nicht nur Menschen, sondern auch die Natur arbeitet, Maschinen arbeiten. Wenn jetzt alles irgendwie arbeitet, was sich bewegt und wo irgendwas passiert, wo irgendwas prozessiert, dann bleibt aber der Arbeitsbegriff gänzlich unbestimmt. Dann habe ich sozusagen keine Bestimmung des Arbeitsbegriffs mehr. Und dagegen würde ich mit Marx jetzt daran festhalten, Quelle von Wert ist menschliche Arbeit, ist nicht die Natur. Sehr wohl ist aber die Natur Quelle des Reichtums. Und das habe ich versucht mit den Marx-Zitaten zu unterscheiden. Quelle des Reichtums, des stofflichen Reichtums, sind Erde und Arbeiter. Gebrauchswerte werden nicht aus dem Nichts erzeugt, sondern durch Umformung von Naturstoff, ja. Aber Quelle von Wert ist menschliche Arbeit. Und diese Differenz muss, würde ich sagen, klar sein, sonst kann man nicht verstehen, was kapitalistische Herrschaft bedeutet. Die es nach dir, Robert, ja wahrscheinlich gar nicht gibt. Aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Also deine Unterscheidung zwischen Wert und zwischen Produktion ist eben eine marxistische Einlassung, die man glauben kann oder eben nicht. Also außerhalb der marxistischen Welt haben wir eben genauso Möglichkeiten zu beschreiben, wie also Wert entsteht oder wie wir Wert definieren oder wie das, was ich unter Konsumwohlstand verstehe, das ist für mich der physische Output der Industriegesellschaft, wie das entsteht. Und da gibt es physikalische Gesetze, die leider eben auch von Marx noch nicht gekannt wurden. Die Thermodynamik ist tatsächlich nach Erscheinen des Kapitals beschrieben worden.
ich halte Karl Marx für so intelligent, dass wenn er 50 Jahre später sein Werk vorgelegt hätte, ganz anders argumentiert hätte und dass die Arbeitswertlehre selbst von vielen gestandenen Marxisten für absolut widersprüchlich gehalten wird, das dürfte dir nicht entgangen sein. Aber jetzt zu deinem ersten Punkt. Der Unterschied zwischen Kritik und Denunziation ist dargegeben, wo du jemandem, statt auf Argumente einzugehen, einfach irgendwelche Motive unterstellst. Und zwar negative. Das hast du deutlich an einigen Stellen gemacht. Das stört mich aber nicht. Warum nicht? Weil das nur ein weiterer Beweis eigentlich für meine These ist, dass da, wo Kritik sozusagen entgleist, man mehr über den Kritiker als den Kritisierten erfährt. Aber dieses Zitat über EasyJet Weltbürgertum, ist das keine Entgleisung? Das ist auch eine polemische Zuspitzung. Und ich habe auch jemanden zitiert dort, jemand, der ein Buch geschrieben hat über den Berliner Lifestyle, der eben auf EasyJet beruht, dieser neue Partytourismus. Das würde ich nicht unterschlagen, wenn ich so etwas zitiere. Tobias Rapp war das. Übrigens ein Taz-Reporter, der in Berlin lebte und sich Partys hier und so weiter sich angeschaut hat. Und diese, bleiben wir mal bei dem Begriff Entgleisung, diese Entgleisung einer Konsumgesellschaft zu benennen, ja, finde ich legitim. Aber gut, man kann das ja auch zurückweisen, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber ein Punkt nur noch, weil sonst rede ich schon wieder zu lange, aber auch nicht länger als die anderen. Also diese Behauptung, dass wenn ich unter Anwendung der Gesetze der Thermodynamik herleite, dass also eine räumlich und zeitlich und physisch entgrenzte Produktion das Problem ist, das uns möglicherweise, wenn wir es nicht lösen, nicht überleben lässt. Also zu behaupten, daraus folgt jetzt, dass ich wieder in einer mittelalterlichen, dörfischen Gemeinschaft, die Runkelrüben selber ziehe, das ist erstens eine Lüge, weil in dem Buch steht etwas anderes und in allen anderen Büchern steht auch etwas anderes. Postwachstumsökonomie ist das nicht. Und zweitens folgt es auch logisch nicht daraus. Du hast selber gerade mich zitiert mit einer Phrase, die ich selber nur zitiert habe, nämlich Rückkehr zum menschlichen Maß. Die Rückkehr zum menschlichen Maß ist nicht die Rückkehr in die spätere Steinzeit. Das Zitat stammt von Ernst Friedrich Schumacher, sondern ist ein maßvoller Umgang mit den Dingen, von denen wir wissen können, dass sie nicht zum thermodynamischen, das heißt ökologischen Nulltarif zu haben sind. Und das müssen wir diskutieren, das geht auch keiner fest, so wie bei dir in einer Planwirtschaft, die du ja zum Schluss propagiert hast, die ich auch nicht schlechter machen will, als sie ist. In manchen Fällen mag das sogar sinnvoll sein. Aber wir können nicht natürlich planen, wo wir eigentlich einen Kompromiss finden zwischen der Ausübung jener Freiheit, die sich der Konsumlogik bedient, und der Wahrnehmung einer ökologischen Verantwortung. Und mein vorgeschlagenes Konzept ist ja der Versuch, eine Balance herzustellen zwischen weiterhin noch vorhandener Industrieproduktion, die aber dadurch gemindert wird, dass Menschen endlich befreit werden, sich selbst befreien aus Konsumabhängigkeit und einen Teil dessen, was vormals die Industrieproduktion zu leisten hatte, tatsächlich in Kollektiven selbstbestimmt, demokratisch, möglichst hierarchiefrei selbst beisteuern. Das heißt nicht, dass sie sich ihr eigenes Smartphone zusammenlöten, aber da drüben im Ressourcenzentrum, Ofener Straße 50b, habe ich ja schon gesagt, dass sie dort vielleicht unter Anleitung oder auch unter Inanspruchnahme professioneller Reparaturleistung für die Verdoppelung der Nutzung sorgen. Da fangen wir doch schon an, einen Kompromiss zu finden. Die Welt geht doch wohl nicht unter, wenn ich ein Smartphone einfach länger nutze. Die Welt geht auch nicht unter, wenn ich ohne Auto lebe. Die Welt geht auch nicht unter, wenn ich tatsächlich, angenommen, ich würde nur 20 Stunden arbeiten, die frei gewordenen 20 Stunden nutze, erstens um zu dichten, zweitens um zu fischen, das wollte Karl Marx übrigens, mein Freund, und drittens auch eine Steckrübe zu ziehen. Da freut sich die Steckrübe und Karl Marx im Grab. Ich wollte nochmal auf eine Frage eingehen, ob ich den Kapitalismus nicht als Unterdrückungsregime sehe. Und da wollte ich gerne sagen, nein. Also ich bin nicht der Auffassung, dass der Kapitalismus unreguliert die beste Form und der Himmel auf Erden ist. Das ist ja nicht so. Ich habe ja gerade keine ausgefeilten Gesellschafts- und Wirtschaftstheorien, um die Menschwerdung zu erklären, sondern mir geht es wirklich um Evidenz. Und der zweite Punkt ist,
dass ich es sehr wichtig erachte, dass der Kapitalismus durchaus eingeschränkt wird. Also sowohl in sozialer Hinsicht, ich habe gerade gesagt, dass ich selbst aus einer Arbeiterfamilie komme, ich bin froh, dass ich BAföG bekommen habe, ich bin froh, dass es Arbeitsschutzgesetze gibt und bin auf jeden Fall dafür, dass diese durchgesetzt werden, also ganz konkrete Maßnahmen und Gesetze. Und ich finde es auch richtig, dass die Landwirtschaft und die Industrie Grenzvorgaben bekommen, dass es Klagen gegen Industriekonzerne gibt, falls sie die Umwelt verschmutzen und die Kosten externalisieren. Das ist alles nicht der Punkt. Und ich glaube, damit wir uns überhaupt über so etwas unterhalten können, also über sozialen Ausgleich, Arbeitsschutzgesetze, soziale Umverteilung, Umweltschutzgesetze, braucht es eine hochproduktive Wirtschaft. Und ich sehe es ganz anders tatsächlich als Nico Fähig. Ich sehe diesen Industrialismus nicht als Anfang einer ganz schlechten Geschichte, sondern als Anfang mit deutlichen Rückschlägen natürlich, einer Befreiung aus den Naturgewalten. Also Nico Pech sagt ja Befreiung vom Überfluss. Für mich ist die Industrialisierung mit staatlicher Umrahmung, mit sozialen Umweltgesetzen die Grundlage dafür, dass wir heute überhaupt hier über Konsumverzicht sprechen können. Also ich habe tatsächlich einen ganz anderen Ansatz, darauf zu gucken. Für mich ist es auch kein Konsumterror oder eine Einschränkung, dass ich jetzt irgendwo gezwungen werde, etwas zu konsumieren. Mein Handy habe ich jetzt auch schon, weiß nicht, im fünften, sechsten Jahr. Und also das ist ja eigentlich der Punkt, dass ich diesen Übergang von der Frühmoderne oder von der Moderne in die Industrialisierung als grundsätzlich erstmal positiv erachte und dass das dafür gesorgt hat, die produktive Basis dafür geschaffen hat, dass es den Menschen heute besser geht. Und wenn wir dann über übermäßigen Konsum von den oberen Prozent reden mit Superjachten und so weiter, da bin ich gerne linker Mitstreiter und bin dabei. Aber wir reden, wenn wir über Konsumverzicht reden, glaube ich, schon darüber, dass wir über unser tägliches Leben sprechen. Also Nico Pich hat das ja angedeutet, dass wir so viel lesen können, studieren können, Freizeit haben. Freizeit ist ja auch etwas, was auf einer Bedingung beruhen muss, wie hochproduktiver Wirtschaft. Denn wenn wir alle wieder sozusagen mehr Subsistenzwirtschaft betreiben würden und selbst auf dem Bauernhof arbeiten würden, hätten wir sehr, sehr viel weniger Freizeit. Also für mich ist der Kapitalismus eine Befreiung aus den Naturgewalten und kein Unterdrückungsregime tatsächlich. Einmal ein kurzer Vorschlag an die Runde. Ich würde das einfach nochmal einmal passieren lassen vom links nach rechts und danach Fragen des Publikums zulassen, wenn das für euch so ist. Ja. Mensch, Robert, ich dachte, du wärst ein Liberaler. Und dann am Ende doch wieder so eine linkspopulistische These, hier die oberen 10.000, die wollen wir aber auch mal in ihrem Konsum beschränken. Also wozu denn? Dann bleibt doch mal bei dem Liberalismus. Wozu der Linkspopulismus? Du hast selbst gesagt, und im Grunde bist du dich ja dann eigentlich einig mit, Nico Pech, ja, Du bist doch einig mit Nico, wenn du sagst, der Kapitalismus muss doch auch reguliert werden und da muss man doch auch mal, sagen wir mal, die Dynamik einbremsen. Da frage ich mich, ja, was ist denn das dann überhaupt für eine Produktionsweise, die offenbar aus sich heraus permanent und wiederholt Dynamiken erzeugt, die Schäden verursacht, die dann nachreguliert werden sollen. Also erst der Schaden, dann die Regulation. Was ist denn das für ein Wirtschaftssystem? Was ist denn das für eine Freiheit? Was ist denn das für eine selige Angelegenheit, wenn es offenbar staatliche Eingriffe ständig braucht zur Nachregulierung? Das wäre meine Nachfrage an dich. Vielleicht jetzt noch mal ein paar Sachen, damit es hier nicht als eine pauschale Denunziation erscheint. Ich finde ja viele Sachen, die du im Einzelnen vorschlägst, Nico, überaus sinnvoll, wenn es darum geht, Reparatur von Gebrauchsgegenständen, Rückbau von weiß ich nicht, veralteten Industrieanlagen und Renaturierung und solche Geschichten, Produktion von Gebrauchswerten, die eben nicht auf schnelle Vernutzung ausgelegt sind, sondern die auf möglichst langfristigen Gebrauch ausgelegt sind. Das Problem ist nur, dass alles wären Zwecke, Absichten, die mit dem Verwertungsbedürfnis des Kapitals als einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang nicht verträglich sind. Und da
bleibe ich dann orthodox bei Marx, der eben genau diesen Gesamtprozess kapitalistischer Produktionsweise zum Thema macht. Vielleicht gucke ich noch mal kurz auf meinen Zettel, was ich mir noch aufgeschrieben hatte. Ach so, eine Kleinigkeit. Also statt Verzicht dann von Befreiung vom Überfluss zu reden, ist für mich ein Marketing-Gag. Das ist für mich Wording, wie man in der Werbebranche sagt. Es sollen positive Emotionen erzeugt werden. Es soll nicht negativ klingen, nicht Verzicht. Das klingt ja nicht schön, sondern Befreiung vom Überfluss. Befreiung ist doch immer gut, Freiheit. Und am Ende kommt es doch auf die gleiche Sache hinaus. Du hast Marcuse, Adorno so Name-Dropping-mäßig reingeworfen. Wäre doch mal eine Idee wert. Bedürfniskritik im Sinne der kritischen Theorie bedeutet doch Rückführung von Bedürfnisstrukturen von Menschen auf gesellschaftliche Gründe. Bedürfnisse als gesellschaftlich erzeugte, gesellschaftlich produzierte Bedürfnisse anzusehen. Bedürfnisse von Menschen im Kapitalismus sind andere als Bedürfnisse von Menschen in einer Sklavenhaltergesellschaft. Und das wäre doch mein Ansatz, da bin ich sehr gerne dabei. Da würde ich vielleicht auch mal den Namen Thomas Ebermann erwähnen, den ich übrigens für einen hervorragenden Ökosozialisten halte, der in den 80er Jahren mit Rainer Trampert zusammen ein sehr lesenswertes Buch geschrieben hat über die Zukunft der Grünen. Ein sehr antiquierter Titel, was er heutzutage auch selber so sieht, aber genau da wird sowas geleistet. Kritik von gesellschaftlich erzeugten Bedürfnissen. Aber nicht an den Individuen wird das Mütchen gekühlt. Die sexgierigen Konsumhorden, die um die Welt jetten mit EasyJet. Das ist doch keine Kritik, das ist Ressentiment und dabei bleibe ich. Also eine besondere Konsequenz eigentlich des marxistischen Denkens ist die Pulverisierung jeglicher Verantwortung. Vor allem jeglicher individueller Verantwortung. Ich frage mich, ob eine zivilisierte Gesellschaft wirklich existieren kann ohne individuelle Verantwortung, sodass praktisch jedes Handlungsmuster projiziert wird auf das große Ganze, auf irgendwelche gesellschaftlichen Naturverhältnisse oder auf Kapitalverwertungsprozesse, die immer anonym bleiben. Ich denke, beides ist wichtig. Und wenn man kritisiert, dass bestimmte Handlungsmuster auftreten, die frei gewählt werden, übrigens, ja, die also nicht verordnet werden, dann schließt das überhaupt nicht aus, dass es gesellschaftliche oder kollektive Phänomene gibt, auch Beherrschungsmuster, die dafür ursächlich sind. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Das würde ich schon sagen. Aber ich jetzt eins nach dem anderen, jetzt bin ich hin angefangen. Also du sagst Kapitalismus als Befreiung von Naturgewalten. Falsch. Technologie als Befreiung von Naturgewalten. Auch Karl Marx hat ja Technologie toll gefunden. Er war beeindruckt, ja, von der ersten industriellen Revolution. Also die Frage, wie die Technologie dann eingesetzt wird, um die Menschen von den Naturgewalten zu befreien, so wie Bacon, Descartes, das ich Ihnen vorgestellt habe, also dieses archaische Denken, dass die Natur so ein Sack Ressourcen ist und es nur eine Frage der Zeit ist, der Mensch sich da aus diesen Schlingpflanzen befreit und mit Maschinengewalt den Wohlstand mehrt und damit eben alle Probleme löst, auf dieses Niveau zurückzufallen, das finde ich jetzt total spannend, ehrlich gesagt. Tut mir leid. Okay, aber nochmal, ich bleibe dann dabei, es war die technologische Entwicklung. Hier an keiner Stelle, weil du das auch einmal unterstellt hast, ich würde also so ein dystopisches Bild von Technik oder Industrialismus haben, an keiner Stelle gesagt, dass nicht Technologie notwendig ist, spätestens an dem Punkt, wo ich sagte, kein Konsum ist auch keine Lösung, ein Konsum ohne Technologie geht ja gar nicht. Also ist klar, dass wir immer eine Technologie brauchen und dass auch heutige Wachstumskritik niemals in Abrede stellt, dass bis zu einem gewissen Niveau der Einsatz von Industrialismus nützlich war. Ich habe das jetzt ein paar Mal schon gesagt, ich will es nicht nochmal wiederholen, also nur kurz, es geht nicht um ein Zurück vor die erste industrielle Revolution, sondern es geht um ein maßvolles Niveau des Einsatzes von Technologie. Und dann hattest du gerade gesagt, zwischen uns würde ja Einigkeit daran bestehen, dass wir den Kapitalismus regulieren wollen. Nö, habe ich noch nie gesagt und noch nie drüber nachgedacht. Und so einen Quatsch glaube ich nicht. Dafür brauche ich nämlich demokratische Mehrheiten. Oder geht es um autoritäre Strukturen? Das muss man dann klären. Aber solange es um die nicht geht, glaube ich überhaupt nicht daran, dass wir die demokratischen Mehrheiten herbeiführen können, die es
tatsächlich ermöglichen, über geeignete Rahmenbedingungen den Kapitalismus so zu regulieren, dass wir dem ökologischen Untergang noch entgehen. Ich glaube eher an ein Phänomen, das ich ja oft beschrieben habe, das man in den Sozialwissenschaften eben dann auch als soziale Diffusion bezeichnet. Das sind tatsächlich zivilgesellschaftliche Prozesse, die können auch politisch unterstützt werden, müssen aber letzten Endes autonom, avantgardistisch in Reallaboren und sozialen Experimentierfeldern, auch in, sage ich mal, sehr, sehr kritischen sozialen Bewegungen hervorgebracht werden, können sich bewähren und können dann aufgegriffen werden. Und dass das dann eine Regulierung des Kapitalismus ist, das stelle ich komplett in Abrede. Ich habe noch niemals irgendwo versucht, irgendeinen Trick jemandem zu benennen, der den Kapitalismus rettet. Für mich ist Kapitalismus ein Popanz. Der Kapitalismus löst das ab, was im Mittelalter der Teufel war, wenn einem die Argumente ausgingen und man das große Ungemach, ja, für das man selber nicht verantwortlich sein wollte, mit einem Begriff belegen wollte und dann das Phänomen noch ritualisieren wollte, sodass alle dann im Wirtshaus sagen, ja, der Teufel ist schön. Genauso macht man das heute, indem man vom Kapitalismus redet. Nächster Punkt, also weil du sagst, Subsistenz oder vielleicht auch Konzepte einer Postwachstumsökonomie seien ja nicht mit kapitalistischen Prozessen vereinbar. Da wiederholst du den Fehler, den Karl Marx schon gemacht hat. Karl Marx, da kann man viel zu sagen, aber der größte Fehler von Karl Marx ist, dass er gemeint hat, man könne das Kapital zähmen. Kapital soll ja bleiben, er hat ja geschwärmt, ja, auch von den Leistungen der Bourgeoisie, der Kapitalisierung der Wirtschaft. Nur müsse dann eine Revolution kommen, um das Kapital nicht zurückzubauen, zu zerstören, sondern zu vergesellschaften, um dann das zu tun, was im Schlussteil seines Referats war. Ich habe einen anderen Plan. Ich will das Kapital nicht zählen, weil ich nämlich nicht glaube, dass man einen Tiger reiten kann. Ich will es kleiner werden lassen. Je mehr wir das schaffen, einen postwachstumstauglichen Lebensstil, den ich jetzt nicht noch in epischer Breite durchbuchstabiere, umzusetzen, desto kapitalärmer wird die Wirtschaft. Echte Arbeit, die sich nicht der maschinellen Verstärkung bedient, ist nicht kapitalbedürftig. Natürlich kann man jetzt sagen, der Extremfall der Nicht-Kapitalbedürftigkeit ist tatsächlich die Höhle und die Subsistenz. Aber ich fände es schon also sehr fortschrittlich, wenn wir es schaffen, durch Rückbauprogramme, durch völlig veränderte Muster der Versorgung, die Kapitalintensität dessen, was wir brauchen, um zu überleben, zu senken. Das ist eine viel gründlichere Vorgehensweise, um Kapitalverwertungsprozesse einzuhegen. Es wäre so schön, wenn Marxisten das auch mal begreifen könnten. Und bitte? Arbeit sind körperliche Verrichtungen, die vorgenommen werden können, um Materie in Güter zu verwandeln. Und physisch betrachtet können auch Maschinen Arbeit verrichten. Jeder Physiker kann das erklären. Ja, das hatte ich gerade schon berichtet, wie wir das machen. Ich weiß nicht, halten wir oder nicht. Genau. Also ich will auch gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich wollte nochmal auf einen Punkt eingehen, Kapitalismus sehen und doch nochmal eine Lanze für wachstumskritische Impulse brechen. Ich habe versucht ja auch im Eingangsvortrag, obwohl ich jetzt auch sehr prokapitalistisch geredet habe, herauszustellen, dass gerade diese Entkopplung in Amerika, die übrigens keine relative war, sondern tatsächlich eine absolute, zu einem wesentlichen Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Menschen, wenn sie eben nicht mehr 16 Stunden auf dem Acker arbeiten müssen oder sonstige harte Arbeit verrichten müssen, überhaupt erst Zeit, Sinn und Geld dafür haben. Genau das, was an dieser Uni heute passiert, über so etwas wie Umweltschutz nachzudenken. Und dann gingen ja auch die ersten Earth Days los und die Grünen haben sich in Deutschland gegründet. Die haben ja aus meiner Sicht, stellt ihr euch total unter den Scheffel, einen ganz großen Erfolg gehabt, weil sie natürlich nicht das System gestürzt haben, zum Glück würde ich sagen, aber doch dafür gesorgt haben, auch in Amerika und Europa, dass es heute strenge Umweltschutzgesetze gibt und strenge Sozialschutzgesetze, über Verbesserungen können wir immer reden, ohne dass der Wohlstand jetzt abgenommen hätte. Und das wäre der erste Punkt, wo ich sagen würde, die Konsumkritik spielt eine ganz wichtige Rolle, aber ohne jetzt das System abzuschaffen. Und der zweite Punkt wäre, ist darin zu sehen, dass ich jetzt habe ich auch einen Punkt vergessen. Vielleicht fällt er mir gleich wieder ein. Ah, ja.
Ja, genau. Ein System, was erst die Schäden hervorruft. Also ich habe auch versucht herauszustellen, dass der Kapitalismus natürlich externe Kosten erzeugt. Aber hier wird es so dargestellt, als wären die Schäden exponentiell hoch an Arbeiter oder Arbeiterinnen oder an der allgemeinen Bevölkerung, an der Natur. Und der Nutzen für die Menschheit allgemein sehr, sehr gering. Aber wenn ich komme nochmal auf die Daten zurück. Wenn es wirklich so wäre, seit den 70er Jahren, dann hätte die Armut ja deutlich zugenommen. Und es sind interessanterweise gerade die Entwicklungsländer des globalen Südens, die sich für den Welthandel geöffnet haben, wo sich die Armut am meisten reduziert hat. Von daher, diese theoretischen Auseinandersetzungen über Arbeitswert und Kapital klingt für mich interessant, aber ich versuche immer auf die globalen Trends zu gucken und versuche eine These, die es seit den 70ern gibt, anzuschauen und dann zu gucken, ist es eingetreten, ja oder nein. Und dann schaue ich auch auf den Sozialismus, war die sozialistische Planwirtschaft bei Umweltbelang besser, ja oder nein. Und beide Punkte sind für mich so schlagend, dass ich beiden Richtungen eigentlich nicht zustimmen kann. Vielen Dank ans Podium und wie versprochen gibt es jetzt die Möglichkeit für Kommentare aus dem Publikum. Da bitte ich um Handzeichen. Ich versuche mir das auch zu notieren, wer sich so meldet und alle drankommen zu lassen, soweit wie möglich. Jetzt habe ich da zuerst die Meldung gesehen und dann noch links. Ich würde gerne fragen, also eigentlich nach einer Definition, weil wir heute schon viele Definitionen gehört haben, aber mir eine bisschen fehlt, weil es um Nachhaltigkeit und Umweltschutz gehen soll und ich gerne verstehen würde, auf welchen Grundlagen Ihre Vorträge beruhen, wie die Umwelt und Nachhaltigkeit definiert wird. Ich glaube, das waren alle gerichtet, oder? Nö, fang du an. Ich halte mich da sehr zurück, weil ich will mich auf das beschränken, was ich kann. Und ich bin weder Naturwissenschaftler noch Nachhaltigkeitsforscher, deswegen bin ich da sehr zurückhaltend. Ich würde erstmal mit einem Begriff von kapitalistischer Produktionsweise sagen, dass diese Produktionsweise systematisch auf menschliche Arbeitskraft und Naturstoff zugreift zum Zweck der Selbstverwertung und dass das mit ökologischen Schäden selbstverständlich einhergeht, dass das für mich jetzt aber nicht gleichbedeutend mit einer Untergangsvision ist zu sagen, wir haben noch 10, 20, 30 Jahre, bis alles den Bach runtergeht und wir sterben. Weil ich nämlich gleichzeitig auch betonen würde, dass der Kapitalismus überaus flexibel darin ist, gegenläufige Tendenzen, Krisen zu integrieren. Krisen gehören zum Kapitalismus dazu, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von kapitalistischer Produktionsweise. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die kapitalistische Produktionsweise auch den Klimawandel überlebt, was nicht gleichbedeutend damit sein muss, dass alle Menschen den Klimawandel überleben. Aber es ist eben nicht Zweck der kapitalistischen Produktionsweise, dass es den Menschen gut geht. Es wird Kollateralschäden geben, sicherlich. Es werden wahrscheinlich auch ein paar Inseln untergehen, auch das halte ich für möglich. Aber das ändert nichts daran, dass kapitalistische Produktionsweise besteht. Die Frage war, glaube ich, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage reden wir über Umweltschäden oder Ökologie und dann, was nachhaltige Entwicklung ist. Das mache ich ganz schnell jetzt. Punkt 1, die Thermodynamik ist für mich ganz entscheidend, um zu verstehen, wie die industrialisierte und technisierte Gesellschaft auf Kosten der Ökosphäre lebt. Und daraus wird keine Dystopie. Nochmal, es geht um das Maß. Und die zweite Frage, also empfehlen kann ich übrigens das Buch von Ceausescu Rögen, The Entropy Law and the Economic Process. Das ist eigentlich das wichtigste Nachhaltigkeitsbuch. Oder die Werke von Rainer Kümmel, ein übersehenes Genie, der lebt noch in Würzburg, der sich ganz stark damit beschäftigt hat. Und die zweite Frage, nachhaltige Entwicklung, ja, selbe wie eine Klausur. Okay, also nachhaltige Entwicklung heißt nichts anderes als globale Gerechtigkeit
innerhalb unverhandelbarer ökologischer Grenzen. So einfach ist das. Natürlich nicht. Jetzt muss man natürlich über die ökologischen Grenzen reden. Und wir müssen auch darüber reden, wie wir Gerechtigkeit durchbuchstabieren. Aber der erste verteilungspolitische Konflikt, der nach gerechten Lösungen verlangt, bezieht sich auf die knappste Ressource, mit der Menschen konfrontiert sind. Und das ist im Moment die Aufnahmefähigkeit der Ökosphäre. Wir können also einen Klimaschutz in der Abfallwirtschaft, wir können Flächenverbrauch, Wasserverbrauch und so weiter, können wir tatsächlich solche Grenzen benennen. Und rein philosophisch betrachtet gibt es keine Gerechtigkeitskonzepte, die etwas anderes darstellen als eine interpersonelle Beziehung. Da kann man dann nicht argumentieren, dass es um Ressortiments geht, wenn man sagt, dass Gerechtigkeit, das wusste schon Kant, dass Gerechtigkeit immer bezogen ist auf Personen und nicht auf Gebilde, auf Kollektive, auf Institutionen oder Erdteile. Okay? Ja, ich würde auch gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, auf deine Frage, weil der Ökomodernismus genau das eigentlich zum Ziel hat. Also, wie gesagt, in Deutschland ist er nicht so präsent, in Amerika, im englischsprachigen Raum, Indien, China auch. Der hat gerade den Anspruch, Wohlstand und Umweltschutz zu vereinen. Und wie er das machen möchte, ist einmal, ich habe es im Vortrag versucht zu erläutern, über diese Environmental Kurznetzkurve, also diese Umweltkurve, über den Gedanken, dass Menschen erst ein gewisses Wohlstandsniveau brauchen und erreichen müssen, damit sie die Umwelt wieder schützen können. Und ich versuche das mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Es wird nämlich hier auch von den beiden anderen Teilnehmern gesagt, dass es nur um Ausbeutungsverhältnisse und Extraktion eigentlich der Natur geht. Man kann durchaus auch anders darüber nachdenken, und das hat auch Andrew McAfee in seinem Buch gemacht, und hat gesagt, dass die kapitalistische Logik ja auch, oder der Unternehmer oder die Unternehmerin, ja auch immer bestrebt ist, die Kosten zu senken. Und Kostensenkung heißt natürlich auch, dass man für den Output, den man generiert, nach einer bestimmten Steigerung, den Input reduzieren will. Das heißt, der Landwirt, die Landwirtin, bringt ja nicht Wasser oder Dünger aus, weil er jetzt eine totale Umweltsau ist und ihm das total Spaß macht, sondern weil er Absatz machen will. Und tatsächlich in Amerika, in Europa, die Niederlande sind das beste Beispiel dafür, für eine Hochertragslandwirtschaft, die den Flächenverbrauch immer weiter reduziert hat. Und wir haben das ja in den Statistiken gesehen, dass der landwirtschaftliche Output an Ernte bei Mais, Weizen, Getreide allgemein deutlich zugenommen hat. Der Eingang an Wasser, der dafür notwendig ist, an Düngemitteln und weiteren, auch an CO2 übrigens, deutlich abgenommen hat. Bei der Fleischproduktion wäre ich wiederum sehr kritisch und würde vielen Kritikern aus dem linken oder ökologischen Spektrum recht geben. Also das ist der eine Punkt, dass man diese Entkopplung schaffen kann, auch wenn sie natürlich noch nicht zufriedenstellend in allen Bereichen geschafft ist oder erreicht wurde. Und dann noch ein konkretes Beispiel, um in diesem Bereich zu bleiben. Alle kennen eigentlich Paul Ehrlich, ne? Wenn zumindest nicht den Namen, dann die Bevölkerungsbombe oder seine Ideologie zumindest oder dieses Denken. Jemand, den eigentlich keiner kennt, ist Norman Borlaug. Norman Borlaug war Agrarökonom oder Agraringenieur, wie man das bezeichnen möchte. Und er hat eigentlich nicht in den 70er Jahren gesagt oder in den 60er Jahren gesagt, ja, wir haben jetzt eine steigende Weltbevölkerung und nur begrenztes Ackerland und Getreide. Wir müssen jetzt alles rationieren. Diese Ideen gibt es heute auch beim Klimawandel und CO2-Thema. Wir machen so CO2-Rucksäcke und bis dahin darf man nicht weitergehen. Sondern er hat sich eigentlich angesetzt, ist ins Feld gegangen und hat Hochertragssorten gezüchtet, die auf Fläche ein Mehrfaches an Output hatten, hat das zum Beispiel dann in Mexiko vorgebracht, in Indien. Und diese Länder, die vorher von Hungersnöten geplagt waren, wurden über Nacht zu Weizenexporteuren. Und das ist genau dieser Techno-Optimismus, den ich vertreten würde, dass das auch in anderen Technologien geht. Ja, also, dass man heute sozusagen auf gleicher Fläche in ganz vielen Ländern, Indien ist zum Beispiel, China, die haben seit 2000 ihre Agrarfläche nicht erweitert und den Output an landwirtschaftlicher Produktion deutlich vervielfacht, um die steigende Bevölkerung zu ernähren. Und das hat denen wiederum überhaupt erst die Ressourcen und die Mittel gegeben, zum Beispiel Aufforstung zu betreiben. Ja, auch wenn das natürlich in vielen Belangen, Brasilien zum Beispiel, sich noch große Defizite, da müsste es auch klare Grenzen geben, wo Naturflächen aus der kapitalistischen Extraktionslogik herausgenommen werden, um dann aber auf den verbleibenden Flächen hocheffizient wirtschaften zu können. Denn ein letzter Punkt ist, eigentlich so ein demokratischer Punkt. Ich glaube, diese Thematiken, sowohl so eine sozialistisch-planwirtschaftliche Vorgehensweise als auch eine Postwachstumsvorgehensweise, sind eigentlich nicht durchzusetzen. In Deutschland wird es keine Mehrheit haben und in vielen Ländern, die zu Wohlstand kommen wollen, auch nicht. Das stimmt. Ja.
Aber bitte schon zu ja. Mit fatalen Anmerkungen zu den Beiträgen machen wir auch vorher, damit das nicht unbedingt unter jemand abgewürgt wird. Eine ganz kleine Übung zeigen, womit wir eine der Hauptursachen des Dilemmas beseitigen können. Ganz einfach, damit ein Physiker hat das erfunden. Frosche Zellenkreis. Ich habe es ja nur mal Straßen lassen gefunden. Die Entdeckung des Selbstverständlichen. Ihr dürft das gerne jetzt mitmachen. Das dauert eine halbe Minute höchstens. Eine halbe Minute. Ja, ich habe ja hier Stunden. Eine halbe Stunde. Also, einfach nur die Hände fallen. Alle Leute sitzen in der Kirche. Alle Leute stehen auf. Und was singen sie? Ah! Und jetzt die Hände mal andersrum fallen. Den anderen Daumen nach vorne. Den anderen Zeiger. Und dann nein. Das Ganze hängt zusammen mit Gewohnheiten und mit Ängsten der Menschen. Und die Gewohnheiten, die Ängste hängen an Gewohnheiten. Und Gewohnheiten verändert man nicht, aber man kann es. Wer sich den Mut aufbringt und seine Hände einmal andersrum faltet, hat eine Gewohnheit verändert, die er niemals anders tun würde. Und das kann man mit jeder Gewohnheit auch tun. So kann man sich ruckzuck das Rauchen abgewöhnen und jedes Pflaster. Und jeden überschätzten Konsum. Und wir brauchen den Atomstrom und Gas und Strom von Gas, Kohle und Atom, diesen ganzen Blödsinn. Die Menschheit liebt es seit vielen Jahrzehnten. Und seit in den letzten Jahrzehnten bildet sie sich ein, könnte die tun. So, vielen Dank. Ich wollte meine direkten Beispiele zu den Redebeispielen angehen. Ja, das war's jetzt nicht. Ich würde ganz gern was sagen zu der letzten Frage, die der junge Mann gerade gestellt hat, Nachhaltigkeit und Ökologie. Ich bin selber auch Ökologe, beschäftige mich beruflich wie ehrenamtlich sehr viel mit Ökologie, speziell im Naturschutz. Und Herr Heidemann, ich muss sagen, die Antwort, die Sie darauf gegeben haben, fand ich arm, wenn nicht sogar sehr dürftig. Und sie zeigt mir, dass, ich will das nicht zu arg verallgemeinern, aber dass die Linke oder Marxisten auf die wesentlichen Menschheitsfragen, die uns nun mal bedrängen, regional und national und global, nämlich die Biodiversitätskrise und die Klimakrise, einfach keine Antworten haben. Das muss man mal ganz klar sagen, mal abgesehen von knappen Metallen und was auch immer an Rohstoffen, die nicht beliebig vermehrbar sind, die einfach auch absolute Grenzen sind. Ich habe noch keine Lösung, also zumindest von Ihnen keine Lösung gehört, vielleicht gibt es irgendwelche Bücher, Publikationen, die mir das vielleicht nahelegen. Ich will das mal in einem Begriff zeigen. Eine der beiden großen Krisen, denen wir uns herausstellen müssen, egal ob Sie jetzt hier Liberaler oder Sozialdemokrat oder Wachstumskritiker oder Marxist sind, ist die Biodiversität. Ich habe in Ihren Vorträgen, inklusive Diskussionsbeiträgen, ein einziges Mal das Wort Biodiversität gehört, nämlich kurz, das ist nämlich von ganz kurz von Nico Pech, der dann habe ich nicht. Und Biodiversität und Konsum hängen natürlich eng miteinander zusammen, das wissen Sie selber auch, das können wir theoretisch ableiten, wie auch in der Realität empirisch. Was ich damit sagen will, der eine Herr, der nur technokratisch denkt, wir können das irgendwie hinkriegen, nein, die Biodiversitätskrise wird immer schlimmer. Sie beschönigen da mit Ihren Grafiken, nämlich es gibt Erfolge in der Umweltschutzbewegung, aber es gibt auch viele Niederlagen. Und die Biodiversitätskrise ist eine reale Krise, die ökonomisch fassbar ist, die in unserem Empfinden fassbar ist, in der Pädagogik fassbar ist und wo auch immer Sie hingucken. Sie haben keine Antwort drauf. Und der Edelmarxist hier rechts hat auch keine Antwort drauf. Denn er sagt, die Naturzerstörung ist kapitalistisch. Ja, das ist sie. Aber sie ist auch realsozialistisch und sie passiert überall in der Welt, vielleicht mit Ausnahme kleiner Ethnien, die irgendwo im Amazonas-Tiefland stehen. Okay, weil die ja auch nicht. Also was ich damit sagen will, sie haben einfach keine Antworten auf das, was uns hier ganz elementar bedroht. Ich bin jetzt nicht einer, der sagt, in 30 Jahren ist alles vorbei, so ist es auch nicht. Aber es sind Krisen, die sie nicht erklären können und wo sie zumindest heute Abend, also so gut wie nichts, wirklich essentielles beigetragen, muss ich leider sagen. Das ist sehr enttäuschend für mich. Ja, mein Punkt sollte, vielleicht ist es eher ein Missverständnis, mein Punkt sollte vor allen Dingen sein, es gibt keine Zusammenbruchstheorie, die war schon falsch in
in der Hinsicht, dass der Kapitalismus untergeht, weil die Massenverelendung einsetzt. Herr Bengs hat es ja durchaus zu Recht gesagt, oder Robert, wir waren schon per Du, dass der Kapitalismus es sehr wohl schafft, Menschen materiell besser zu stellen. Das würde ich aber von der Frage trennen, ob es ein Herrschaftsverhältnis ist oder nicht. Weil Herrschaft hat nicht nur was mit Zugang zu Lebensmitteln, Dach über dem Kopf und so zu tun, sondern auch mit Selbstbestimmung und Subjektivität. Und ob man Zwecke einsehen kann, die einem, sagen wir mal, aufgezwungen werden oder eben nicht. Ob man eine Arbeit freiwillig macht oder aus erzwungenen Gründen. So, das ist der erste Punkt. Ich würde aber auch sagen, aus der Art und Weise, wie der Kapitalismus produziert, lässt sich keine Zusammenbruchstheorie in Hinsicht auf Ökologie ableiten. Weil ich erst einmal offen lassen würde, was den Unternehmen im Wettbewerb nicht alles noch einfällt. Und was nicht noch alles denkbar wird, was wir heutzutage von unserem Standpunkt überhaupt nicht für möglich halten. Wieso soll es nicht in 100 Jahren tatsächlich möglich sein, fremde Planeten auch noch irgendwie anzuzapfen? Weiß ich das? Ich will doch nur von dem Punkt wegkommen, dass wir irgendwie aus ökologischen Krisen jetzt irgendwie einen Zusammenbruch ableiten, sozusagen eine Apokalypse, die dann dazu führt, dass Leute meinen, wir müssen jetzt innerhalb von wenigen Tagen, Wochen, Stunden irgendwie irgendwas machen und dann in Pseudoaktivismus verfallen. Schauen wir uns doch erstmal an, was sind gesellschaftliche Gründe dafür, dass ökologische Schäden systematisch produziert werden. Und wenn wir diese gesellschaftlichen Gründe aus der Welt schaffen, dann können wir immer noch schauen, ja, was gibt es noch für Gründe, die ganz schlicht darauf beruhen, dass Menschen durch Arbeit den Naturstoff bearbeiten und irgendwie konsumieren müssen. An dem Punkt will ich ja gerne hinkommen, aber davor müssen wir uns erstmal darüber klar werden, was sind die systematischen Gründe für Naturzerstörung. Wobei Naturzerstörung, das noch als Abschluss, ist auch ein Begriff, den ich eigentlich gar nicht unterschreiben würde, weil Natur wird nicht zerstört, Natur wird umgeformt. Und es kann sein, dass die Umformung der Natur dann irgendwann an einen Punkt kommt, wo die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen nicht mehr damit kompatibel sind. Aber ob die Natur nun aus Atompartikeln besteht, ob da organisches Material besteht oder nicht, ist von der Natur aus völlig. Die Natur ist kein Subjekt, das ist eine Projektion zu sagen, das wäre jetzt irgendwie ein Wert an sich. Sondern wir gehen davon aus, was sind die natürlichen Lebensgrundlagen, unter denen wir leben. Und meinetwegen, das treibe ich noch auf, unter denen auch Tiere und Pflanzen leben. Ja. Ja, ich wollte auch noch auf diesen Verriss eingehen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass ich habe natürlich nicht die Antwort. Also ich maße mir nicht an zu sagen, ich löse jetzt die Diversitätskrise im ökologischen Bereich. Das maße ich mir nicht an, aber ich habe mich auch intensiv damit beschäftigt. Ich habe auch Nikopeis Buch vor 10 Jahren gelesen. Und ich hatte ja schon auf den Ökomodernismus als Theorie verwiesen, der genau versucht, das in den Griff zu kriegen. Also ich möchte mal hervorheben, die Ökomodernisten sind keine verkappten Kapitalisten, die einfach sagen, es kann alles genauso weitergehen. In Amerika gibt es zum Beispiel auch das Breakthrough Institute, die sich genau damit beschäftigen, die sind unverdächtig, den Klimawandel, die Biodiversitätskrise zu leugnen. Aber ich versuche das mal in konkreten Beispielen deutlich zu machen. Ich habe ja gesagt, in dieser Umweltkurve ist es so, dass am Anfang einer Industrialisierung die Natur leidet. Und das ist auch so. Und den Ökomodernisten geht es eigentlich darum, diesen Turning Point möglichst schnell zu schaffen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, wo in welchen Regionen eigentlich am meisten Wald und am meisten Biodiversität mit verloren geht, sind das zum Beispiel auch gerade afrikanische Länder oder Länder, die unterentwickelt sind, die auf sehr ineffiziente landwirtschaftliche und Industrieproduktionsmethoden zurückgreifen müssen. Die zum Beispiel ihre Felder dadurch bestellen, dass sie massenhaft Wald abroden, die Asche als Dünger nehmen und dann zum nächsten Feld vorschreiten. Nicht, weil sie böse Menschen sind oder sonst was, sondern weil ihnen effiziente Ackerbaumethoden fehlen, die dazu verleiten könnten, dass sie die gleiche Fläche an Nahrungsmitteln den gleichen Ertrag an Nahrungsmitteln auf kleinerer Fläche erwirtschaften könnten. Also, der Entkopplungsprozess durch diese Umweltkurve wäre ein ganz zentraler Punkt, um darauf zu antworten. Und ein zweiter Punkt ist, um dabei ein Beispiel zu bleiben, in der Corona-Krise, als
glaube ich, in dem ersten Lockdown 130 Millionen Menschen weltweit zurück in die Armut gefallen sind, haben viele Forscherinnen und Forscher, die in dem Bereich tätig sind, in vielen vulnerablen Gebieten, zum Beispiel Afrikas, aber auch in Indien, festgestellt, dass Tierarten, die bisher einigermaßen erfolgreich geschützt wurden, wie zum Beispiel der Tiger in Indien oder in Afrika, wieder unter Beschuss geraten sind, weil die Menschen rausgedrängt wurden aus ihren industriellen Jobs, aus ihrer industriellen Wertschöpfung und entweder als das Tier als Kapital gesehen haben, was sie verkaufen können, oder ganz, ganz archaisch als Fleisch zum Verzehren. Und der Übergang sozusagen von dieser Subsistenzwirtschaft, wo alle Menschen Flächenfraß betreiben und selber alles herstellen, zur hochproduktiven Landwirtschaft hat es dafür gesorgt, dass die Menschen zum Beispiel nicht mehr auf Holz als Brennstoff angewiesen sind oder als Wärmequelle. Das war eines der größten Fortschritte, warum es überhaupt zu Aufforstungsprojekten kommen konnte. Von daher würde ich dafür plädieren nochmal, im Amazonas sehe ich das zum Beispiel anders, da würde ich niemals die Politik von Bolsonaro unterstützen, sondern würde zum Beispiel ganz konkret den Vorschlag, aber auch in Europa machen, dass bestimmte Flächen einfach rausgenommen werden aus der Produktionsstruktur. Da wäre ich sogar ganz bei Nikopie vielleicht und würde sagen, dass bestimmte Flächen einfach nicht beackert oder mit Ökolandbau, der ineffizienter ist, aber mehr Artenvielfalt bietet, bewirtschaftet werden können. Aber, das ist ganz wichtig, um das zu schaffen, brauchen wir auf der anderen Seite den Kapitalismus, um alle Menschen satt zu kriegen und ein Wohlstandsniveau zu erreichen, dass sie überhaupt den Sinn dafür haben, Umweltschutz betreiben zu wollen oder überhaupt globale Probleme in den Blick zu nehmen. Also überhaupt über sowas wie den Polarbären nachzudenken, da muss man ja schon ein Wohlstandsniveau haben, dass einem das erlaubt, ein so weites Feld in den Blick zu nehmen und nicht mehr auf den eigenen Acker zu gucken, um Angst um die Ernte nächsten Tag zu haben. Weil Menschen, die Angst um das eigene Wohlstandsniveau haben, die sehen den Tiger, die sehen den Elefanten potenziell als Bedrohung und nicht als Bereicherung wie wir im globalen Norden. Das sind zwei Punkte, die kann ich jetzt noch nicht stehen lassen. Also nochmal zu dieser Kasnitz-Kurve, falls es nicht klar ist, also das ist die These, dass also ein Land, wenn es anfängt, sich zu industrialisieren, dass es dann die Umwelt natürlich erstmal zerstört. Aber wenn dann der Reichtum stärker wird, dann wird ein Niveau erreicht, das ist dann sozusagen dieser Scheitelpunkt, wo man dann das Verdiente oder die Überschüsse hernehmen kann, um die Umwelt dann plötzlich zu schonen. Und dieses Konzept ist so oft widerlegt worden, dass ich mich wirklich wundere, also dass das heute hier noch präsentiert wird. Und selbst wenn ich es in einem Land Europas oder in Amerika oder Neuseeland bestätigt finde und dann auch noch so argumentiere, wie ja, anderswo in Afrika, wo der Wohlstand oder in Lateinamerika nicht so hoch ist, dann kann man sehen, dass da mehr geplündert wird. Das hängt miteinander zusammen. Dass wir beispielsweise, die Dänen waren immer die Rekordler, nicht, was die Flächenerträge anbelangt. Das ist nicht Effizienz gewesen, das ist reine Plünderung gewesen. Weil nämlich die Landwirtschaft in Europa darauf angewiesen ist, andere Flächen in Beschlag zu nehmen, um Energieträger, um Mineralien und um andere Vorprodukte sozusagen zu erschließen. Deswegen ist das ein völlig falscher Vergleich. Und ganz zum Schluss noch das richtig an meine beiden Mitdiskutanten. Wer das Schicksal der Menschheit in die Hände eines technischen Fortschritts legt, der noch gar nicht stattgefunden hat, ist ein gläubiger Mensch. Das ist ein reines Glaubenssystem. Zweitens wissen wir nicht, ob dieser technische Fortschritt überhaupt jemals eintritt. Und drittens können wir nie wissen, ob dieser vermeintliche technische Fortschritt, den McAfee und andere, Rifkin und so weiter, vorprägen, in Deutschland übrigens auch ganz viele, alle im Bundestag reden so wie McAfee, das ist ja nichts Besonderes. Also praktisch ein technischer Fortschritt, von dem wir nicht wissen können, welche Nebenwirkungen er hat, da kommt die Thermodynamik ins Spiel. So vorzugehen, das ist für mich schlicht verantwortungslos. Und das stützt sich auch auf das Argument, dass, ich sage das nochmal, Gegenbeispiele höre ich gerne an, ja, kann mir auch zuschicken, es hat bis heute keinen technischen Fortschritt gegeben, der die Ökosphäre je entlastet hat, wenn wir alle räumlichen, stofflichen, zeitlichen und systemischen Verlagerungseffekte mit einbeziehen, die dabei zum Einsatz gelangte Technologie gezeitigt hat. Wir haben bis heute mit jeder ökologischen Technologie immer nur ökologische Probleme von einem Aggregatzustand in einen anderen befördert. Mehr Effizienz, weniger Biodiversität zum Beispiel. Ja, das ist ein typischer materieller Rebound-Effekt. So viel dazu. Und dann immer wieder ins Publikum und dann will ich auch mal neu laufen.
Ja, vielen Dank. Also vielleicht zuallererst, weil jetzt immer wieder die Thermodynamik hier erwähnt wurde. Eine Korrektur. Erstens, Marx konnte durchaus große Teile der Thermodynamik schon kennen, weil die Geschichte sehr viel früher angefangen hat als die Geschichte des Kapitals. Zweitens, die Thermodynamik kennt keine Gesetze, die Thermodynamik kennt Axiome. Und ich glaube, da liegt das grundlegende Problem, dass man sich in dieser Diskussion hier überhaupt gar nicht auf Begriffe einlassen möchte, sondern vielmehr seinem Ressentiment frönt. Und das zeigt sich dann zum Beispiel daran, dass man auch nach 45 Minuten, mit dem man mit den Nebensitzern diskutiert hat, immer noch nicht festgestellt hat, dass das eigentlich gar kein Marxist sein kann. Dass man dann darauf zurückfällt, dass man sowas sagt wie, naja, der Kapitalismus, das ist halt ein Begriff für sowas wie der Teufel oder so, das ist genau dieses Ressentiment, was vorhin erwähnt wurde, wofür man eigentlich erst einmal sich einigen müsste, über was möchte man eigentlich sprechen und über das, worüber man eigentlich sprechen sollte, an dem hat man überhaupt gar kein Interesse, darüber zu sprechen, was ich dann eben an diesen ewigen wiederholten Ausführungen kann, die zum Teil schlicht und einfach falsch sind. Zu dem Herr Benkens, ganz kurz, ich habe mich sehr gefreut, dass mal zumindest ein paar Graphen entgegen, also auf die klassische empirische Widerlegung der Apokalyptiker stattfindet. Aber auch dort ist natürlich ein bisschen was unterschlagen worden. Nämlich zum Beispiel, dass auf der Folie 2 dieser Abundance-Index sich rein zufällig etwa mit der globalen Wirtschaftsentwicklung entwickelt. Und nach derartigen Fragen, wie denn solche Maßstäbe zustande kommen, muss man sich dann auch gar nicht stellen, weil das zeigt ja der Graph und damit ist Ende Gelände und ein Begriff darüber, in was für eine Gesellschaft wir eigentlich leben, wie diese Zusammenhänge sich vermitteln, den macht man sich gar nicht. Dann noch zu dem Hinweis, dass ein Physiker erklären könnte, wie das mit der Arbeit in der Gesellschaft funktioniert. Das ist schlicht und einfach falsch. Ein Physiker kann erklären, wie das mit der Arbeit in der Natur funktioniert und auch dort oft mit bestimmten Modellen. Nur hat man beim Menschen ein gewisses Grundproblem, dass der Mensch nicht in der Natur aufgeht. Ansonsten säßen wir hier gar nicht und bräuchten uns auch nicht die Köpfe darüber zerbrechen, wie man diese gesellschaftlichen Probleme löst. Ja, ich hätte eine Frage eher an Herrn Pech, weil ich zumindest hoffe, ihn falsch verstanden zu haben. Also meines Wissens ist es so, also die Frage geht dahin, was denn ein sinnvoller Verbrauch wäre im Gegensatz zu einem schlechten Konsum. Weil wenn man sich überlegt, also meines Wissens ist es so, dass 10% der Weltbevölkerung für 50% des CO2-Ausstoßes gegenwärtig verantwortlich sind. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel in Deutschland 2000 Euro haben, gehören Sie schon zu diesen reichsten 10% der Weltbevölkerung. Könnte man sich vorstellen, wie weit man, sage ich jetzt mal, abspecken müsste vom Lifestyle-Niveau, um sozusagen auf ein global gerechtes Niveau zu kommen? Und es soll ja außerdem auch noch abgesenkt werden. Gleichzeitig erschien es mir dann so, als würde in der Argumentation immer sehr geschweift werden. Also einerseits wurde dann das als Beispiel für schlechten Konsum eben dann das Jet-Set-Leben herangeführt, so nenne ich es jetzt einfach mal zusammenfassend. Wie gesagt, es geht nicht um Jet-Set, wenn man von den reichsten 10% der Weltbevölkerung redet. Es wurde dann eben noch erwähnt, der Mensch hängt, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, eben einmal an den sozusagen Fäden der Mechanisierung, Elektrifizierung und Globalisierung und habe darüber das wirkliche Arbeiten verlernt und damit seine Freiheit aufgegeben. Dann wurde aber wiederum behauptet, man betreibe ja gar keine Maschinenstürmerei, man wollte auch das technische Niveau nicht aufgeben. Ich wüsste jetzt nicht, wie das zusammengehen sollte. Dann wüsste ich jetzt auch nicht, was daran Freiheit sein sollte, sein Unglück, wie es dann gesagt worden ist, selber zu ziehen. Also warum das dann nicht entfremdet Arbeit zum Beispiel wäre. Und zum Schluss dann eine kleine Polemik. Also mir schien das dann eben auch, diese Schwanken in der Argumentation scheint mir eben auch auf eine Begriffsverwirrung
hin zu Leuten, die eben ihren Höhepunkt eigentlich in der Behauptung gefunden haben, die Thermodynamik widerlege eben die Kapitaltheorie von Karl Marx. Ja, soweit dazu. Zunächst, also da will ich nur ganz kurz darauf eingehen, es wurde von Ihnen gesagt, also der Kapitalismusbegriff würde hier nicht richtig definiert sein. Das wäre eigentlich sein Job gewesen, weil ich habe in meiner Argumentation diesen Begriff, diese geschweifte Klammer, muss man ja fast schon sagen, gar nicht verwendet. Trotzdem, ich habe kein Problem damit, diesen Begriff zu definieren. Und daraus folgt dann noch etwas. Vielleicht mache ich das einfach mal. Wenn man leider, muss man sagen, viele Kapitalismuskritikerinnen und Kritiker fragt, was sie unter Kapitalismus verstehen, dann kommen da natürlich oft sehr unterschiedliche Antworten raus. Für mich gibt es zwei halbwegs objektivierbare Merkmale dessen, was sich unter Kapitalismus verstehen lässt. Und darauf, da beziehe ich mich auch durchaus auf Karl Marx. Das erste ist eine institutionelle Sicherung des Privateigentums an Produktionsmitteln inklusive der Legitimation über Akkumulation dieses Eigentum unbegrenzt zu steigern. Das zweite Merkmal ist eine Logik der Überschussproduktion, die ich heute sogar schon ansprach, als ich den Unterschied zwischen dem alten Marxischen und dem Konsumkapitalismus anregte, nämlich GEW-G'. Und der Punkt ist jetzt der, dass selbst Karl Marx kein Problem gehabt hätte mit einem kleinen Unternehmen, das selbstverständlich sagt, Trieb oder sowas, aber mir gehören die Maschinen, mir gehört das Fundament des Gebäudes und ich erziele auch einen Überschuss. Aber der Überschuss ist vielleicht so gering, dass ich damit einfach sowas wie meine Familie ernähren kann oder gut damit lebe. Das erfüllt voll und ganz die Definition des Kapitalismus und trotzdem ist das kein Problem. Wenn dagegen Elon Musk oder irgendein anderer Magnat eigentlich der kapitalistischen Herrschaftssysteme dasselbe Prinzip hoch potenziert, dann haben wir ein Problem. Was daraus folgt, ist, dass auch Kapitalismuskritik am Ende nichts anderes sein kann als Wachstumskritik. Es geht nur um die Größe, es geht um das Wachstum. Das heißt, ob Eigentum und auch Überschussproduktion schädlich sind, ist eine Frage der Größe. Und diese Größe hängt sehr, sehr oft ab von der Anwendung der Technologie. Wenn ich bestimmte Technologien anwende, dann gelange ich sehr oft in die Dynamik, eine bestimmte Mindestbetriebsgröße zu brauchen. Okay, so jetzt die vielen anderen Fragen, das geht leider, ich muss übrigens gleich weg, weil ich noch einen Termin habe, also es geht mit, auch noch ganz schnell, sinnvoller Verbrauch, also ich verweise auf das, was ich heute schon gesagt habe, also nachhaltige Entwicklung ist keine Kür, sondern das ist das Minimum dessen, was getan oder gelassen werden muss, um überhaupt physisch zu überleben und das möglichst gerecht. Das bedeutet für mich, wenn wir also die pro Jahr verfügbaren Ressourcen des Planeten Erde grob abschätzen können, dass jedem Menschen dann ein bestimmtes Quantum oder ein ökologisches Budget zusteht. Und in der Klimaschutzdiskussion ist das ja schon Folklore. Wir reden von einer Tonne bei der derzeitigen Erdbevölkerung, die ja bald die 8-Milliarden-Grenze erreicht hat. Und wir liegen in Deutschland eben bei 12. Das ist der Zielwert. Und was kann ein Mensch innerhalb dieses ökologischen Rahmens mit seiner Freiheit und seinem Geld anfängt, das werde ich hier nicht durchbuchstabieren. Da bin ich etwas zu liberal und etwas zu freiheitsverliebt. Und dann die Frage Technologie. Natürlich ist Technologie ein Problem. Deswegen müssen wir die Technologie dosieren. Ist auch kein Widerspruch zu sagen, die ökologische Misere ist das Resultat der Anwendung von Technologie. Nur folgt daraus nicht der Umkehrschluss und das ist auch nicht inkonsequent, zu sagen, dann machen wir es mit dem Faustkeil. Nein, wir müssen versuchen, die Technologie so zu nutzen und zwar durch eine quantitative Regulierung, nicht nur durch eine qualitative, dass in der Summe vielleicht noch ein Überlebensprogramm dabei herauskommt. Und dann an einer Stelle hatten Sie gesagt, ich hätte behauptet, die Thermodynamik würde Karl Marx widerlegen. Also das ist bestimmt ein Missverständnis. Die Thermodynamik ist für mich die wissenschaftliche Grundlage, um die Entstehung ökologischer Schäden durch die Anwendung von Technik zu erklären. So. Sie haben gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, Technologie ist nicht das Karl Marx sein Kapital anders geschrieben hätte, hätte bereits das Wissen über die Thermodynamik. Okay, das habe ich in der Tat gesagt. Das sollte ein Kompliment an Karl Marx sein, weil er ein kluger Kopf ist. Okay? Sorry? Ich wüsste jetzt nicht, inwieweit die Aktionen der Thermodynamik bekannt
die Arbeitswerttheorie, wäre eine andere. Und ich glaube, ich bin nicht ein Zukunft. Okay. So? Ist gut? Ja. Ich wollte nochmal einmal ganz zurückkommen, was Nico Piech vorhin gesagt hatte bezüglich der Entkopplung. Und zwar hatte Nico Piech gesagt, dass die Beispiele, die ich greife, nur vereinzelt sind und dass die Entkopplungstheorie falsifiziert wurde. Ich habe ja nicht gesagt, dass die Entkopplung weltweit überall schon stattgefunden hat und erfolgreich ist. Ich habe nur gesagt, es gibt in vielen Bereichen, auch beim CO2, auch beim Landverbrauch, vom Naturverbrauch, Entkopplungstendenzen, die wir stärken können. Und wenn überhaupt etwas falsifiziert worden ist, dann aus meiner Sicht die Untergangsprognosen der Wachstumskritik seit den 70er Jahren. Und das ist eigentlich der Punkt, neben diesen ganzen Fachdiskussionen um Arbeitswerttheorie, auf den ich immer wieder zurückkomme. Wenn also die Welt seit 1970 nicht untergegangen ist, sondern besser geworden ist, kann etwas an den zugrunde liegenden Prämissen fundamental nicht stimmen. Und zur Entkopplung, sie ist nicht relativ und es ist auch nicht so, dass die ganzen positiven Effekte in den Industrieländern dadurch zustande kommen, dass sie verlagert wurden. Deswegen habe ich kann die Folie gerne noch zur Verfügung stellen bei Our World in Data oder Andrew McAfee bringt extra auch die Industrieproduktion in den USA mit ein. Die ist nämlich auch trotz der Trump-Probleme und der Industrialisierungsphänomene im Rust Belt hat sie zugenommen. Und gleichzeitig hat der Wohlstand zugenommen und der Output oder der Input dafür hat abgenommen, der Ressourcenverbrauch. Ein anderes Beispiel ist auch beim CO2, auch bei dem Datenwert der Entkopplung, das also das Wohlstandswachstum auf der einen Seite und der CO2-Ausstoß auf der anderen Seite. Da sagt Our World in Data auch explizit, dass alle CO2-Emissionen dort mit eingeflossen sind, die man sonst anderen Ländern zuordnet. Also auch diese Theorie, dass es nur darauf basiert, dass wir die ganzen dreckigen Industrien externalisiert, also in die nach Übersee verschifft haben, ist auch nicht ganz richtig. Und dann nochmal zum letzten Punkt, das Eigentumsprinzip. Ich sehe gerade im Eigentumsprinzip den größten Hebel für den Umweltschutz. Gerade da, weil man sieht gerade, die Umwelt wird in den Bereichen, Autobahntoilette nicht mal dran oder auch die DDR, am meisten verschandelt, wo es keine klare Eigentum und keine klaren Haftungsgesetze gibt. Das heißt, Eigentum führt dazu, dass jemand pfleglich mit seinem Land umgeht und wenn er Schäden externalisiert, ich sage es nochmal, auslagert an die Allgemeinheit, muss das natürlich durch den Staat wieder eingeholt werden. Aber wenn das passiert, ist der Eigentümer oder der Unternehmer höchst selbst daran interessiert, seinen Ressourcenverbrauch, seine Umwelteinflüsse zu verringern. Und deswegen haben wir heute auch in Deutschland sauberere Luft als in den 50er, 60er Jahren und bessere Flüsse, aus denen man teilweise sogar trinken und baden kann. Also ich verstehe gar nicht, warum immer so viel auf den Sozialismus oder irgendwelche Theorien geschielt wird, wenn man doch mit dem Eigentumsbegriff, wenn man die Haftung ernst nimmt, so wie es normale Liberale machen würden und nicht externalisiert, wenn man das wirklich ernst nehmen würde. Das wäre mein Punkt. Ich muss mich verabschieden, ich habe noch einen Termin, aber nicht ohne mich für die Einladung zu bedanken und mich bei meinen Diskutanten zu verabschieden. Wir haben noch ein paar Leute auf der Liste. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich hätte noch was zum Eigentumsbegriff oder Kapitalverhältnis, aber vielleicht lasse ich das an dieser Stelle. Weiß ich nicht. Ob ihr noch Saft und Tank habt? Ich habe noch Saft und Tank. Weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Dann würde ich auf jeden Fall die bei mir noch auf der Liste stehen, noch dran nehmen. Ist natürlich schade, dass Nico jetzt nicht mehr von hier ist, aber dann würde ich das einfach weiter fortsetzen. Also eine Kleinigkeit. Also Nico Pech hat es angesprochen, Privateigentum an Produktionsmitteln als für ihn ein, wie hat er das genannt, verobjektivierbares Merkmal von Kapitalismus. Man muss das aber vielleicht auch nochmal ausbuchstabieren, was das bedeutet. Privateigentum an Produktionsmitteln heißt, dass ein Großteil der Menschen ausgeschlossen ist von den Entscheidungen darüber, was mit den Gütern passiert, den Waren passiert, die mit Produktionsmitteln produziert werden, die in privater Hand eben sind. Alle Menschen müssen sich ernähren, müssen sich reproduzieren und zum Reproduzieren und sich ernähren muss etwas produziert werden und etwas produziert wird mit Produktionsmitteln.
Wenn jetzt aber die Produktionsmittel in privater Hand sind, dann sind eben diejenigen, die keine Produktionsmittel besitzen, zwingbar zu Leistungen, die sie vielleicht freiwillig nicht erbringen würden. Und weil das Gespenst des Sozialismus ja auch hier und da mal bemüht wurde, im Grunde ist der Gedanke ganz schlicht. Vergesellschaftung von Produktionsmitteln heißt nicht Verstaatlichung, heißt nicht, da herrscht eine Bürokratie und teilt zu, sondern Vergesellschaftung heißt, dass die im Betrieb selbst Arbeitenden über die Produktionsmittel verfügen und nach sachlichen Kriterien produzieren, nach Bedürfnissen produzieren. Und das alles unter Beachtung der ökologischen Grenzen, soweit sie naturwissenschaftlich, fachwissenschaftlich festgestellt werden können. Weiß ich jetzt nicht, ob das so ein Schreckgespenst ist. Ja, finde ich absolut. Also es ist für mich Sozialismus in anderer Form. Ein Punkt zu den Konsumentscheiden, zu den Produktionsmitteln. Du hast natürlich vollkommen recht, das ist jetzt, gut, man hat Gewerkschaften, die jetzt auch vielleicht zu schwach sind, das kann man durchaus bestätigen, aber dass der Unternehmer natürlich in einer kapitalistischen Wirtschaft die Produktionsentscheidung fällt. Das sehe ich ganz genauso, aber es ist nicht so, dass er das einfach aus reiner Willkür macht, sondern der Unternehmer in einer kapitalistischen oder sagen wir in einer marktwirtschaftlichen Wirtschaft ist eben dann erfolgreich, wenn er die Konsumentscheidung bedient. Das heißt, der Konsument ist eigentlich derjenige, der über die Kapitalverwendung entscheidet. Weil ein Unternehmer, der konsequent an den Bedürfnissen der Menschen vorbei orientiert, bleibt nicht lange Unternehmer. Und ein weiterer Punkt ist zu den Vergesellschaftungen, soweit es wissenschaftlich feststeht. Da komme ich nochmal auf Norman Borlaug zurück. Hätte man das in den 70er Jahren gemacht, hätte man gesagt, die Wissenschaft sagt, wir haben exponentielles Wachstum bei der Bevölkerung und nur lineares Wachstum bei der Nahrungsmittelproduktion. Ergo sagen unsere wissenschaftlichen Modelle, die sich auch häufig schon als falsch herausgestellt haben, wir müssen die Ressourcen zuteilen, wir vergesellschaften jetzt die landwirtschaftliche, die Fabrikproduktion und entscheiden, ich weiß nicht, ob das dann ein Drosten der Landwirtschaft macht, wo wie viel von wem produziert wird. Das ist genau ein Gedanke, den ich komplett falsch finde, weil es ist ja in den 70er Jahren nicht so gewesen. Ich bin froh, dass es nicht so gewesen ist, weil aus meiner Sicht genau diese Rationierungspolitik zu Aufständen und Armut und Misswirtschaft geführt hätte. Es ist ja genau das Gegenteil passiert, dass gerade dadurch, dass die Preise gestiegen sind, Preise sind der Knappheitsanzeige, haben eine Signalwirkung in einer Marktwirtschaft, haben Unternehmer und Ingenieure wie Norman Borlaug sich überlegt, wie können wir denen eigentlich Einhalt gebieten, dass diese Preise weiter steigen und sind innovativ tätig geworden. Und anstatt also jetzt die Menschen in Degrowth-Fantasien zu versenken oder Vergesellschaftungsprozesse, wo die Wissenschaft entscheidet, was wie produziert wird oder wissenschaftlich angeleitet, hat der Marktmechanismus eigentlich dafür gesorgt, dass Hochertragssorten entwickelt wurden, die dafür gesorgt haben, dass die Menschen eben nicht, wie Paul ehrlich gesagt hat, reihenweise, milliardenweise umgekommen sind. Und nebenbei hat er übrigens noch ganz viele tausend Quadratkilometer Wald gerettet, die mit den ursprünglichen Ackermethoden hätten gerodet werden müssen. Mal ganz kurz, es geht nicht darum, dass die Wissenschaft irgendwelche Technokraten, Bürokraten, eine Staatsbürokratie oder so irgendwelche Rationierung macht, sondern der Gedanke ist viel radikaler, aber vielleicht auch deswegen so unfassbar und utopisch und lächerlich, lasse ich mir gerne sagen, dass es ein lächerlicher Gedanke ist, alle Menschen gemeinsam sind beteiligt daran, herauszufinden, was ist gesellschaftlich Bedürfte, was sind gesellschaftliche Bedürfnisse, wo besteht welcher Bedarf? Das muss dann irgendwie in irgendeiner föderalen Struktur, wie auch immer, organisiert werden. Das kann man jetzt nicht auspinseln. Und danach werden die Produktionsentscheidungen getroffen. Du sagst, Preise sind jetzt auch Knappheitsmarker, aber wieso wäre nicht auch ein Knappheitsmarker, dass die Menschen sich einfach untereinander kommunikativ abstimmen? Was ja übrigens Unternehmen im Kapitalismus auch tagtäglich tun, die global vernetzt über riesige, gigantische Lieferketten miteinander in Kooperation und Austausch stehen. Hier, ich brauche hier diese und jene Hilfsstoffe, diese Rohstoffe, um meine Produktion aufzuziehen. Wieso sollte man diese kommunikative Einigung untereinander, was wird wo wie gebraucht, um was zu produzieren, nicht ausweiten können? Wozu braucht es dann noch das Herrschaftsverhältnis Kapitaleigner auf der einen Seite und Kapitallose oder diejenigen, die nicht über Produktionsmittel verfügen? So, aber jetzt sollte das Publikum auch.
deshalb werde ich es einfach in einem Co-Referat umbauen. Ich wollte fragen nach dem Begriff des Wadenfetisch, mit dem Nico Köcher angefangen hat, und der für ihn als Ausweis gilt, dafür, dass Marx der erste Konsumkritiker gewesen sei. Ich wollte fragen, was er unter Wadenfetisch versteht, weil ich die Befürchtung habe, dass er den in einem Sinne gebraucht, wie er alltagssprachlich oft verstanden wird. Wadenfetisch heißt, die Menschen finden Waden irgendwie so richtig geil und deshalb kaufen sie Waden. Und die schreiben und irgendwie, deshalb konsumiert man so viel, ne? Weil man irgendwie denkt, das gibt einem was. Wahnfetisch oder auch der Begriff des Fetischismus bei Marx meinte aber, dass gesellschaftliche Verhältnisse in dinglicher Gestalt erscheinen und deshalb als unveränderbares Naturverhältnis. Und im Grunde konnte man in Pays Ausführungen selber sehen, dass er diesen Wahnfetisch oder den Fetischismus der Verhältnisse erliebt. Dass er nämlich selber sagt, Kapitalismus ist eigentlich ein Tiger, den kann man nicht reiten, man kann ihn auch nicht abschaffen. Das ist halt so, technologische Produktion, die ist zerstörerisch, die kann man nicht kontrollieren. Und was man aber kann, ist sich in kleinen Dorfgemeinschaften davon absondern und dann diese Logik irgendwie um sich also kleiner werden lassen. So, was auf jeden Fall nicht geht, ist das, was jetzt gerade auch diskutiert wurde, nämlich die Menschen, die sich diese Potenzen der Produktion, die sie ja geschaffen haben, und Herr Benken, Sie haben ja recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass wir einen enormen Fortschritt mit der kapitalistischen Produktion, mit der Industrialisierung in der Geschichte stattgefunden hat. Das ist ja übrigens auch Marx bekannt gewesen. Das Kommunistische Manifest beginnt ja mit einer Lobrede aufs Kapital, das eben die Menschen aus den Naturverhältnissen herausgerissen hat. Aber diese Produktionsverhältnisse sind selber zu einer Art gesellschaftlichem Naturverhältnis geworden. Sie erscheinen als unveränderlicher Zusammenhang. Dann gibt es ab und zu mal wieder eine Krise, dann gibt es ab und zu mal wieder einen Krieg, dann wieder Massenarbeitslosigkeit. Das passiert dann halt irgendwie, Inflation passiert dann, jetzt muss vielleicht der Staat mal irgendwie eingreifen, was auch immer. Auf jeden Fall sind das Potenzen, die die Menschen hervorgebracht haben, die sie aber noch nicht beherrschen. Und dass sie aber als unbeherrschbar erscheinen von Natur aus, das ist genau das, was der Begriff des Fetischismus meint und dem Sie und Ihr Kollege leider aufsetzen. Also vielleicht ganz kurz. Ja, Marx ist voll des Lobes für die Produktivkraftentwicklung der Arbeit, die der Kapitalismus leistet. Für meinen Geschmack zu affirmativ voll des Lobes dafür, denn die Gestehungskosten, die das mit sich bringt, die Produktivkraft der Arbeit zu steigern, schneller arbeiten, intensiver arbeiten, verdichteter arbeiten, sozusagen als Anhängsel der Maschinerie, im Takt der Maschinerie arbeiten, nicht irgendwie mal eine Pause sich gönnen, mal ein bisschen bummeln, sondern Stunden kloppen, ja? Um jetzt mal nah sozusagen an der Oberfläche der Erscheinungen zu formulieren. Das ist die Art und Weise, wie der Kapitalismus Produktivität entfaltet und entwickelt. Und da wird nicht jeder einzelne Arbeiter gefragt, ja, willst du denn jetzt mal ein bisschen schneller arbeiten, dann haben wir am Ende auch mehr Output, dann können wir auch mehr verkonsumieren, sondern das wird einfach durchgesetzt. Und der Betrieb, der da nicht mithält, der geht in der Konkurrenz pleite. Das heißt, das ist ein Zusammenhang, der sich sozusagen gegenseitig hochschaukelt bei Strafe des ökonomischen Untergangs, wie Marx sagt. Wer da nicht mitmacht, wer sagt, ich bin ein moralischer Unternehmer, ich möchte, dass meine Arbeitskräfte genügend Pausen haben, ich möchte, dass meine Arbeitskräfte nicht zu angestrengt nach Hause gehen, der wird am Markt mit seiner Produktion nicht erfolgreich sein. Der wird platt gemacht. Und das ist die Art und Weise, wie im Kapitalismus Produktivität gesteigert wird. Könnte man auch anders.
Ja, ich würde ergänzen, dass wir aber ja nicht mehr in der Zeit von Karl Marx leben. Also du hast ja so ein Horrorszenario aufgestellt, dass wir immer noch arbeiten müssen und Stunden kloppen. Und mein Vater, ich komme immer irgendwann von hier zurück, ich will nicht jetzt irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern, aber mein Opa war Landwirt und der hat sich kaputt gemacht und näher in der Natur gearbeitet, wirklich. Und mein Vater hat auch schon deutlich mehr gearbeitet und dass ich überhaupt in den Genuss gekommen bin, eine universitäre Ausbildung absolvieren zu können und mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, das haben wir sozialen Kämpfen, sozialen Bewegungen, ökologischen Bewegungen zu verdanken, die ihre Forderungen aber niemals hätten durchsetzen können, wenn sie den Kapitalismus abgeschafft hätten. Denn diese ganzen Forderungen, Urlaub, Teilzeit, ich bin jetzt in Vaterschaft oder Vaterschaftsurlaub und sowas, das ist ja alles nur möglich, weil es eine produktive Wirtschaft gibt, die das finanziert. Das wäre in Nico Pees Welt, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, kann sich jetzt nicht verteidigen, gar nicht möglich. Da müsste man aus meiner Sicht ja, quasi zurück zum 18-Stunden-Tag. Und also wir sind heute nicht bei Karl Marx. Ich würde sagen, man kann den Kapitalismus bändigen. Die Zeit, die die Deutschen mittlerweile an Freizeit zur Verfügung haben und wie wenig nur noch gearbeitet wird, zeigt das ja. Also mittlerweile gehen ja viele Arbeiter auch schon früher in Rente, 63, 65 in Rente und haben aufgrund der erhöhten Lebenserwartung noch 30 Jahre vor sich zum Teil, die sie in einem gesunden Zustand verbringen können. Das heißt, früher in der vorkapitalistischen Zeit, Lebenserwartung 38 Jahre, dort sind die Menschen elendig krepiert und dadurch, dass es die Produktivkraft gegeben hat, sehen wir heute die ganzen Rentner mit den E-Bikes hier rumschippern und die sind in 20 Jahren wahrscheinlich auch noch auf einem neuen E-Bike unterwegs. Also da würde ich ganz klar widersprechen, dass diese These ebenso falsifiziert wurde. Und nochmal ganz zurück zu dem Abstimmungen. Du hast ja vollkommen recht, dass heute ein Hidden Champion in Südoldenburg oder im Kloppenburger Kreis sich abstimmen muss mit Produktionsstätten in Tunesien und Indien. Aber das passiert ja nicht, weil die ein Roundtable machen und irgendwie ja, dann bequatschen, was könnten wir denn jetzt machen, sondern es passiert aufgrund von Preisen. Die machen das deswegen, weil sie gucken natürlich, wo kriege ich die Materialien am günstigsten her, wo wird was angeboten, wo können wir überhaupt investieren. Und weil die ganze Zeit irgendwelche Denker, linken Denker zitiert werden, möchte ich mal einen libertären Denker zitieren. Friedrich August von Hayek hat schon in den 20er Jahren das Buch geschrieben, Die Unmöglichkeit der Finanzplanung in der sozialistischen Wirtschaft, und hat schon da nachgewiesen, bevor es überhaupt die sozialistischen Versuche auf deutschem Boden gab, dass das unmöglich ist. Und genau dieser Gedanke wird hier eigentlich wieder aufgegriffen, dass man irgendwie über wissenschaftliche Beiräte oder Gesellschaftsräte die Ökonomie und den Ressourcenverbrauch planen könnte. Und das ist für mich eine ganz große Luftnummer. Ich glaube, das funktioniert nicht. Viel vom anderen, was du gesagt hast, auch an der Kritik an die KP, würde ich allerdings durchaus zustimmen. Und ich bin auch dafür, dass der Staat stark einschreitet. Da möchte ich nochmal eine ganz große Lanze für brechen. Ich glaube, der Staat hat eine große Rolle. Und da werde ich sogar zum Ökologen gesagt haben, die Umweltbewegung viel und positiv durchgesetzt. Und dann noch zum Herrschaftsverhältnis des Kapitalismus. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, welche großen Konzerne es vor 20 Jahren gab, die an der Wall Street oder so hochgeratet wurden, oder vor 30 Jahren, und sich das heute anguckt, hat sich das komplett gewandelt. Das heißt, wenn es so starre Herrschaftsverhältnisse wären, die über Jahrzehnte durch Vererbung und durch Machtposition sich behaupten würden, hätten wir heute noch die gleichen Unternehmen an der Spitze wie vor 30 Jahren. Und das hat sich komplett gewandelt, weil sie sich an den Konsumentscheidungen nicht orientiert haben, weil sie am Markt verbreitet produziert haben, und heute haben wir Unternehmen, die die höchste Börsenkapitalisierung haben, die es vor 5 bis 10 Jahren noch gar nicht gab. Und ja, von daher sehe ich da auch dieses Herrschaftsverhältnisargument als nicht so trifflich. Das ist ein personales Herrschaftsverhältnis. Also das Herrschaftspersonal wechselt, das Herrschaftsverhältnis bleibt. Also nur eine ganz kurze Anmerkung zur Diskussion, die mir auffällt. Zum einen im Anschluss an meinen Vorredner aus dem Publikum, mein Eindruck über Nico Pees doch sehr ja, selbstfetischisierenden Verständnis von Gesellschaft, Wirtschaft und Kapitalismus. Das zum einen als Anschluss daran, zum anderen mein Eindruck und Kommentar ja, zu dieser Veranstaltung, dass Michael Heidemann das vielleicht etwas versäumt hat und oder es hier nicht entsprechend diskutiert wurde, dass er eigentlich die wahrlich utopische Position hier vertritt. Und selbst was Sie kurz gesagt haben, Herr Benkens, sowas eine ganz andere Gesellschaft und Vergesellschaftung können wir natürlich nicht auf den nationalen Maßstab denken. Und das, was ich, wie ich mich alleine verstanden habe hier, ist natürlich etwas
Ja, du hast es zu Anfang erwähnt, deine Statements, dass das eben schon gar nicht mehr denkbar ist. Und ich denke, dass diese Bemerkung und Feststellung ist in dem Verlauf des Abends sehr deutlich geworden, dass eine ganz andere Welt, eine ganz andere Organisation von Produktion eben gar nicht mehr denkbar ist, in diesen, unter diesen Verhältnissen, in denen die Menschen ja, aufwachsen. Und deswegen sage ich, Konsumkritik ist Ausdruck von Ohnmacht. Ja, dazu kommt man, und ich will das gar nicht, ich soll doch jeder Jutebeutel statt die Plastiktüte nehmen, da habe ich doch überhaupt nichts dagegen, finde ich sogar sinnvoll. Aber zu meinen, das sind jetzt die kleinen Schritte, man muss ja klein anfangen und mal ein bisschen die Welt ein bisschen ein Stück weit besser machen, das sind alles Symptome von einer gesellschaftlichen Ohnmacht, dass man sich nicht einmal mehr vorstellen kann, aus diesem Herrschaftsverhältnis rauszukommen. Und das, du hast jetzt mehrfach, habe ich so von der Seite aus gehört, ist ja noch unrealistischer, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, finde ich genau so unrealistisch. Aber eins lasse ich mir nicht abmarken. Und dann bin ich meinetwegen der Edelmarxist. Dass ich nicht aus pragmatischen Gründen sage, na dann bin ich einverstanden mit dem, was wir hier so haben. Ist immerhin besser, als im Feudalismus zu leben, ist immerhin besser, als in irgendeiner Staatsdiktatur zu leben, in Nordkorea zu leben. Ich gehe von den menschlichen Potenzialen aus und nicht vom größeren Übel in der Abgrenzung. Und von den menschlichen Potenzialen ist deutlich mehr drin. Und von den menschlichen Potenzialen ist auch drin, ökologische Schäden in den Griff zu bekommen. Aber dazu müssten Menschen überhaupt einmal ihre gesellschaftliche Potenz gemeinsam in die Hände nehmen. Ja, also meine Frage war eigentlich auch an Nico Pech gerichtet. Es zog sich ein bisschen darauf, dass er gesagt hat, dass weniger Konsumieren ja eigentlich nicht ausreicht, um das Problem zu lösen. Aber letztendlich, dass er sein Argument nicht anwendet, dass man weniger konsumieren soll. Und ein bisschen darauf auch bezogen, er hat dieses was auch schon angesprochen wurde, dieses physikalische Argument der Thermodynamik gebracht, und ich verstehe das ehrlich gesagt nicht so ganz in dem Zusammenhang, weil die Erde ja ein offenes System ist letztendlich, also es gibt ja einen Energiezufluss von außen, von der Sonne, und das ist ja auch etwas, was man nutzbar machen kann und auch automatisiert und mit technischem Fortschritt vor allem, und letztendlich dadurch auch Maschinen und sowas betreiben kann, die ja auch Materialtransformation oder so betreiben, was ja ein Teil einer Lösung sein kann, die durch technischen Fortschritt irgendwie funktioniert. Jetzt kann die UP da jetzt nicht darauf antworten, aber vielleicht auch hier darauf was zuzusagen. Ja, das würde ich genauso sehen. Also ich klinge jetzt ganz wie so ein Technikoptimist, aber oder wie so ein Pragmatiker, der sagt, ja, nur das Übel will ich verhindern und das menschliche Potenzial sehe ich gar nicht. Aber ich sehe gerade das menschliche Potenzial, Umweltprobleme in den Griff zu bekommen und gleichzeitig den zivilisatorischen Standard, den wir haben, beizubehalten, beziehungsweise für die Menschen, die den noch nicht haben, zu erreichen. Also das bin ich überhaupt, wir sind vielleicht auf dem Weg unterschiedlicher Meinung, aber ich habe gerade dieses Argument des menschlichen Potenzials auch im Kopf. Und dann, was gerade gesagt wurde, da würde ich Ihnen auch zustimmen, gerade die technischen Innovationen im Solarbereich zum Beispiel, die man nutzen könnte, um die klimaneutrale Wirtschaft zu erreichen, sind für mich immer noch unternutzt, also noch gar nicht voll erfasst. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, warum die Wissenschaftler vom Klimarat jetzt von diesen Worst-Case-Szenarien, SCP 8.5 heißt das, abrücken, dann ist ein wesentlicher Grund, dass die zugrunde liegenden Prämissen falsch waren. Dass man also gesagt hat, die Welt wird jetzt in den nächsten 50 Jahren fünfmal so viel Kohle verwenden wie bisher. Das heißt, diese Modelle sind von einer Verfünffachung der Kohle ausgegangen. Diese Worst-Case-Szenarien sind Grundlage aller medialen Katastrophenberichterstattung häufig. Und zweiter Grund, neben den falschen grundlegenden Prämissen, ist, dass sie unterschätzt haben, wie sich die erneuerbaren Energien preislich entwickelt haben. Sie haben nämlich einen massiven Preisverfall in den letzten 10 Jahren erlebt, der dazu geführt hat, dass sie in vielen Regionen wettbewerbsfähig geworden sind. Natürlich haben wir noch das Speicherproblem, aber das sind nur so zwei Beispiele, wo ich sagen würde, wie technischer Fortschritt Potenziale der Menschheit heben kann. Und wer weiß,
natürlich, jetzt kriege ich wahrscheinlich den Vorwurf der Utopie, aber ich glaube, er ist realistischer, als dass die Menschen jetzt vergesellschaftet darüber entscheiden, wo was wann produziert wird, ist die Fusionstechnik zum Beispiel. Wer weiß denn, ob zum Beispiel in ein paar Jahren oder auch 10 Jahren, in Amerika gibt es vielversprechende Versuche, in China, in Indien, Länder, die vor 20 Jahren noch bitterarm waren, an der Fusionstechnologie zu arbeiten, die keinen radioaktiven Müll hinterlässt und 24/7 eigentlich CO2-neutrale Energie zur Verfügung stellt, mit der man Wasser entsalzen könnte, mit der man Industrieanlagen betreiben kann und so weiter und so fort. Natürlich, das ist jetzt auch durchaus eine Utopie, aber vor 100 Jahren oder vor 120 Jahren hätten auch viele sich nicht vorstellen können, dass es ein Haber-Bosch-Verfahren gibt, das gewissermaßen Dünger aus der Luft zieht, mit dem man dann die Landwirtschaft betreiben kann und die Ernteerträge steigern kann. Und da würde ich eben darauf plädieren, dass ich es für viel realistischer halte, dass es diese technologischen Durchbrüche gibt, angereizt durch eine kritische Öffentlichkeit und einen investierenden Staat und einen rahmengebenden Staat, als dass man jetzt darüber nachdenkt, in die Postwachstumsökonomie abzudriften oder vergesellschaftete Formen der Wirtschaftsplanung umzusetzen. Ja. Ich wollte auch eher auf die Gruppe eingehen, aber ich glaube, weil ich mir eigentlich recht geben wollte, ist es auch nicht so schlimm, wenn er nicht mehr da ist. Es werden ja so Katastrophenszenarien an die Wand gemalt, es werden lustvolle Krisen beschworen, die man eben, aber das habe ich die Gruppe nicht verstanden, bekämpfen will, ne, indem man die Katastrophe in Eigenregie gewissermaßen vorwegnimmt. Dass man sich ausmalt, dass die Klimakatastrophe das Leben der Menschen zur Hölle machen wird, dass die Lebensverhältnisse sich deutlich verschlechtern, dass die Menschen verarmen, wie Kopech würde Entsagung wahrscheinlich sagen, dass die Gesellschaft regiert zu einem bloßen Kampf und Selbsterhaltung in irgendwelchen kleinen, rückständigen lokalen Strukturen. Die Empfehlung lautet also nun, sich den fantasierten Untergang der Zivilisation präventiv selbst anzutun, die vermeintliche Utopie, diese Leute propagieren, und das merken wir auf allen Ebenen der ganzen Klimabewegung, sieht eigentlich genauso aus wie die Dystopien, die man im gleichen Moment aber mit erschrecktem Gesicht an die Wand malt. Aber nicht nur das, Nico Pech liegt ja nicht falsch, sondern formuliert eigentlich die ideologische Begleitung sich zum neoliberalen Sozialabbau, wo die Menschen in den westlichen ehemaligen Metropolen tatsächlich zunehmend überflüssig werden, nicht mehr gebraucht werden, wo keine Kosten mehr vorhanden sind. Die Leute, die nicht arbeiten können oder nicht arbeiten wollen, auszuhalten, müssen sie halt mehr sparen und jetzt Eigeninitiative schauen, wo sie bleiben. Das ist sozusagen kein Programm, was sich in die Gruppe nicht ausdenkt, sondern das ist ein Programm, was allen Teilen propagiert wird. Deindustrialisierung und praktische Konsumkritik und praktische Konsumkritik heißt nichts anderes als schlechtere Lebensverhältnisse und Verarmung sind bittere Realität auf der ganzen Welt. Das kann Utopie sein, tatsächlich die Realität. Und Nico Pech hübscht das dann ein bisschen auf mit so ökologischen Argumenten. Er redet eigentlich wie Lindner und Baerbock, nur etwas radikaler. Und ich glaube, das ist charakteristisch, dass halt gerade in Oldenburg dann auch so viele Leute zu solchen Vortragen erscheinen. Seit Jahren werden die privaten Zwangshandlungen gelangweilter Bürger, die zu ihrer Zeit anfangen zu wissen, also ein bisschen herumzuwerken oder in einem solidarischen Gartenbau mitzuarbeiten, der Gesellschaft als so eine Art Gewaltkur empfohlen. Solche Leute ersehen die Krise, damit es den anderen endlich genauso schlecht geht wie einem selbst und dass man eben nicht mehr sozusagen merkt, eben in was für einer zwanghaften Verfassung des eigenen Daseins. Marx hat sich über solche Propheten der Entsagung und Scharlatane, die erst im 20. Jahrhundert in den völkischen Landkommunen und anderen Kampfmühlen gegen das haftende Kapital so richtig zum Zuge kamen, sich stets lustig gemacht und zwar zu Recht. Kann ich innerlich total zustimmen im Grunde. Würde wahrscheinlich jetzt von Nico Pech als Denunziation wahrgenommen werden. In einem Punkt würde ich vielleicht sagen, man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich auch über das Bedürfnis, was in Konsumkritik, Verzicht und so zum Ausdruck kommt, jetzt nicht einfach nur erhebt oder lustig macht. So war es aber, glaube ich, auch nicht gemeint. Sondern ich bleibe dabei, da man wirklich auch eine tief empfundene Ohnmacht erkennt, die gesellschaftlich produziert ist. Und willst du noch? So. Ich fand deinen Part sehr interessant, weil ich den einen paar Kopfnicken zugestimmt habe, wo du gesagt hast,
dass Nico Pich eigentlich ein Horrorszenario an die Wand malt und dann eine Therapie zu empfehlen, die dieses Horrorszenario eigentlich, das wir da abstreiten, genau sein würde. Und für mich ist es genau so, im zweiten Teil würde ich da nicht zustimmen, aber dem Teil würde ich zustimmen, dass gerade diese vorindustrielle Zeit, er wird natürlich sagen, nein, in der Industrie schon ein bestimmtes Niveau und so weit wollen wir gar nicht zurück, aber wenn man das wirklich ernst nimmt, das wurde hier vorhin auch irgendwo gesagt, und diesen CO2-Rucksack auf eine Tonne oder so beschränken will, bedeutet das eben eigentlich irgendwie im Mittelalter. Und von daher, wenn man sich da nochmal die Lebenserwartung anguckt oder wie viele Menschen an Naturkatastrophen gestorben sind und wie wenig heute sterben, obwohl wir nicht mehr 1 Milliarde Menschen auf der Welt sind, sondern 8 Milliarden, dann verstehe ich nicht, wieso dieser Trend einfach nicht zur Kenntnis genommen wird und die gleichen Parolen rausgehauen werden wie vor 50 Jahren. Und genau, der zweite Punkt, den fand ich aber ganz interessant, den hast du gesagt, aber gleichzeitig führt diese Konsumlogik oder kapitalistische Logik dazu, dass es den Menschen immer schlechter geht und sie verarmen. Aber ich habe ja gerade gezeigt, dass es nicht so ist. Also dass natürlich es Verarmungsregime gibt, vor allem in sozialistischen Ländern, aber dass insgesamt die Armut und der Hunger dadurch abgenommen haben. Von daher für mich eine sehr interessante kognitive Dissonanz bei deinem Beitrag. Absolute Armut nimmt ab, ja, aber es gibt auch so eine relative Armut. Und die Armut ist ausgedrückt im Verhältnis zu den Potenzialen, die die Gesellschaft hat, etwa auch in Bezug auf Arbeitszeitverkürzung. Ich würde sagen, der Produktivkraftstand, der erreicht wurde, würde ermöglichen, dass Menschen insgesamt, weiß ich nicht, 15, 20 Stunden in der Woche arbeiten müssten, müssen nicht 40, 50 Stunden arbeiten. Ich glaube nicht, dass das von der sachlichen Seite her, von der Art und Weise, wie Arbeit organisiert werden kann, nötig ist. Das ist eine Frage dann von eben Verwertung und da eben Arbeit Wert bildet nach Marx, was ich teile, wird weiterhin gearbeitet, obwohl man die Arbeitszeit drastisch reduzieren könnte. Und mein persönliches Abschlusswort eigentlich schon, weil ich jetzt doch müde werde, das muss nicht sein, heißen, dass das Abschlusswort für alle ist, aber wo wir, glaube ich, auch nochmal zusammenrücken ein Stück weit, ist, dass ich immer sagen würde, mit meiner Kapitalismuskritik will ich über den Liberalismus hinaus und nicht hinter den Liberalismus zurück. Ich würde sagen, da ist noch mehr drin, da Menschen können noch mehr als das, was aktuell passiert. Ich will aber nicht dahinter zurück. Und du hast es in deinem Beitrag auch angesprochen, mir fiel da spontan Ulrike Herrmann von der Taz ein, eine gestandene, linksliberale, wie auch immer, linke Taz-Redakteurin, die meint, man müsse sich doch vielleicht mal am englischen Kriegskommunismus, Kriegswirtschaft, an einer englischen Kriegswirtschaft orientieren, um die ökologische Krise irgendwie noch zu handeln. Ja? Und wenn man sieht, wie wirklich auch im liberalen Lager, wie im bürgerlichen Lager eine Erosion stattfindet, die ganzen Debatten darum, die Politisierung von Wissenschaft, wie Leute belagert werden, sich zu irgendwelchen politischen Bekenntnissen aufzuraffen. Cancel Culture, das ganze Programm, das sind alles keine Entwicklungen, die ich jetzt als eine positive Entwicklung hin zu irgendeiner Auflösung des Kapitalismus sehe, sondern das führt wirklich in Zivilisationsverlust oder wie soll ich auch sagen, also wirklich in schwierige Zeiten. Und da würde ich sagen, rücken wir dann doch auch nochmal deutlich näher zusammen. Wir haben noch 2 Meldungen, die würde ich einfach jetzt direkt der Reihe nach reinkommen lassen. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch nochmal dazu äußern. Aber ansonsten, ja, in den Wiedersehzertermin. Ja, ich halte Marx auch nicht für einen toten Hund. Ich finde es auch wichtig, dass Michael Heinemann darauf hingewiesen hat, dass ich sehr stark auf auf die marxische Theorie bezogen hat und nicht so sehr die marxistische Theorie, die sich dem Anschluss dann referiert hat. Was mich dann etwas hat stutzen lassen, war dann der Bezug auf die Frankfurter Schule und insbesondere auf Herbert Marcuse, der eindimensionale Mensch wurde ja auch genannt, weil das gerade für mich eine Publikation ist, die in meinen Augen zeigt, dass zumindest Teile der Frankfurter Schule sehr stark auf ein kultur- und konsumkritisches Gleis abgerutscht sind. Wenn ich mir die letzten Kapitel im eindimensionalen Menschen bei Herbert Marcuse angucke, der jetzt von Thomas Ebermann wieder so hochgehalten wird, dann klingt das sehr, sehr stark nach dem, was heute auch die Postwachstumsökonomen
Er kritisiert die Bevölkerungsexplosion, er ist voller Ressentiments über die Konsumstile der einfachen Leute. Er übt eine moderne Kritik, wo das sehr stark auf den Einfluss eines Heideggers sich bemerkbar macht. Da fällt Vokabular, das ist eine Art von moderne Kritik, mit der ich große Probleme habe. Und da bin ich erstaunt über die Debatte, die jetzt sehr stark versucht, da jetzt wieder Herbert Marcuse da zu reaktualisieren, halte ich für einen falschen Weg. Zu Robert Dinkens, ja, ich lehne diese apokalyptischen Visionen auch ab. Ich lehne auch viele Varianten von Kapitalismuskritik ab. Die sind mir oft zu oberflächlich. Ich habe allerdings auch Probleme, wenn dann mal eben so Friedrich August Hayek herangeführt wird, auf den sich berufen wird. Hayek wollte Kapitalismus oder eine Marktwirtschaft ohne Staat. Das wäre in meinen Augen eine zivilisatorische Katastrophe. Es gibt andere politische Kräfte und Bewegungen, die dem was entgegensetzen, die Sozialdemokratie zum Beispiel, die gesagt hat, wir müssen den Kapitalismus so zivilisieren, sozial zivilisieren, dass er kaum noch zu erkennen ist. Und sind das aber politische Kräfte, die in der Krise stecken, selbstverschuldet vielleicht, aber vielleicht hat das auch zu tun mit einer Entwicklung des ökonomisch-politischen Gesamtzustandes, der solche Kräfte, die Durchsetzungskraft solcher Kräfte systematisch unterminiert. Die Grünen erleben jetzt dasselbe mit ihrem Versuch, den Kapitalismus ökologisch zu zivilisieren. Wenn sie konkreter werden, entfacht sich plötzlich ein Medienstrom dagegen, gerade auch in den Publikationen wie der Welt, für die sie auch Artikel veröffentlichen, dass man sich wirklich mit Fug und Recht fragen kann, ist eben hochentwickelter Kapitalismus, ist er noch zählbar? Und da könnte man ja auch jetzt gesellschaftstheoretisch nochmal ausholen und sich die Frage stellen, hat dieses kapitalistische Wirtschaftssystem bei allen Leistungen, bei allen zivilisatorischen Entwicklungen, die es in die Wege geleitet hat, hat jetzt einen Zustand erreicht, wo es durch Politik und durch Öffentlichkeit nicht mehr regulierbar ist. Eine Eigendynamik entfaltet hat, die nicht zu einem besorgten Zusammenbruch führen muss, die es aber politischen Kräften, die darauf abzielen, den Kapitalismus einzugehen, ihn zu zivilisieren, ihn vielleicht etwas über den Kapitalismus hinauszugehen, ohne jetzt in den Realsozialismus wiederzugehen, ob wir da nicht einen Zustand erreicht haben, der es diese öko- und sozialtechnokratischen Visionen, wie sie von den Modernisten da empfohlen werden, doch irgendwie etwas antiquiert erscheinen lassen und auch die noch sehr stark von so einem Steuerungsoptimismus der 1970er und 80er Jahre geleitet sind. Wir werden den Kapitalismus schon irgendwie steuern können, wir brauchen einen starken Staat. Im nächsten Zug wird dann aber gesagt, ja, der Staat darf aber auch nicht zu stark sein, er muss ja auch an Hayek denken und wir dürfen da nicht zu sehr eingreifen. Das dann doch nochmal zu rosig gesehen wird. Und da muss man doch, glaube ich, auch gar nicht unbedingt nur auf Marx sich beziehen, den ich nach wie vor für aktuell halte. Auf diese Problematik den letzten hat auch jemand wie Max Weber hingewiesen, der nun gewiss kein Marx-Fan war, aber der seine Analysen ernst genommen hat und der gesagt hat, der Kapitalismus hat eine Eigendynamik, der wird das, was er eigentlich mal versprochen hat, mehr Freiheit, das untergräbt er irgendwie. Und da könnte man auch auf Karl Polanyi oder sowas zu sprechen kommen, der auch sagt, das war am Anfang unheimlich zivilisatorisches Programm, aber die Zeichen wehren sich dafür, dass seine destruktiven Tendenzen überhand nehmen. Und deswegen würde ich die Diskussion darüber, wie könnte etwas aus der nachkapitalistischen Wirtschaftsordnung aussehen, die würde ich nach wie vor für hochaktuell halten. Nehmen wir mal als Beitrag zur Debatte, würde ich sagen. Ja. Ich würde dem zustimmen, so meint. Ist ein ambivalenter Autor auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, da kann man trotzdem lesenswert, aber ambivalent. Zumal die Grafik des Hungers nur bis 2008, 15 und 16 ging und seitdem der Hunger wieder angestiegen ist. Und das ist nicht unerheblich. Da hätte ich mir eine Zahl gewünscht, die eben bis zum heutigen Datum reicht. Und dafür gibt es natürlich auch Begründungen, wie der Hungerabschicht zustande kam. Das hat natürlich auch mit politischen Konflikten und Klimawandel zu tun, aber auch vielleicht damit, dass eben dieses steigende Programm der Grünen Revolution dann doch nicht nur Erfolge hatte. Denn man muss sich natürlich mal auch vor Augen halten,
Wer die Flächen besitzt, der hat nicht unbedingt das Bestreben, die Bevölkerung zu ernähren. Der wird natürlich das Kapital möglichst optimal vorhergesehen. Das muss man mal vor Augen haben. Das fehlt mir ein bisschen in dem Beitrag. Dann noch eine Anmerkung zu dem Einsatz von Düngemitteln. Im Moment ist es so, dass der Ertragszuwachs pro Düngeeinheit ein Maximum erreicht hat. Und diese Kurve des Ertragszuwachses, und da ergibt sich im Moment nicht mehr viel Spielraum nach oben, muss man sagen. Dann noch, vielleicht anschließend an diese Vorstellung, dass Unternehmen eben das Bestreben hätten, die Bevölkerung zu ernähren, da würde ich eben auch sagen, es sollte eben jeder Bevölkerungsgruppe erstmal freigestellt werden, wie sie sich ernähren möchte, auch vor dem Hintergrund, dass eben auch ein großer Beitrag im Moment eben nicht von den Firmen dieser Welt zur Ernährungssicherheit beigetragen wird, sondern die Sicherheit der Ernährung auf den vielen Händen liegt. Was jetzt auch keine, auch nicht dazu führen soll, dass man das Klein-Klein idealisieren möchte, aber es gibt da halt doch einen bisschen differenzierteren Blick auf die Realitäten, als wir sie dargestellt haben. Ja, da würde ich versuchen, kurz zumindest noch darauf zu antworten. Bei der Armut, da müsste ich dann nochmal gucken, bitte? Hunger. Beim Hunger, ja, natürlich. Vor allen Dingen auch gestützt durch die Corona-Krise, aber insgesamt ist der Trend schon nach oben gehen. Natürlich könnte ich jetzt die 8 Jahre gucken von 2015, ob sich da so fundamental was verändert hat, dass wir wieder in dem Bereich sind. Also mein Stand ist zum Beispiel, dass die Zahl der Hungernden bei ungefähr 800 Millionen liegt, und das ist ziemlich auch genau die Zahl der absolut arm, oder nicht auch genau der absolut arm, und dass ich da jetzt, es kann natürlich sein, dass ein Scheidpunkt im negativen Sinne da jetzt erreicht ist, müsste ich mal prüfen, aber ich glaube nicht, dass das ein langfristiger Trend ist. Zum Thema Düngen, da haben Sie durchaus recht, dass bei vielen landwirtschaftlichen Methoden, ich hatte zum Beispiel die Niederlande gesagt, da der Grenznutzen irgendwann erreicht ist, weil man dann mit mehr Düngung nicht noch mehr erreichen kann. Und da würde ich jetzt auch aus ökomoderner Sicht sagen, dass man dann also nicht sagt, wir gehen dann zurück, sondern wir setzen zum Beispiel auf die Gentechnik, die in vielen Bereichen ohne diesen Düngemitteleinsatz, ohne den Pestizideinsatz auskommt. Aber da kratze ich jetzt auch schon wieder an ökologischen Dogmen, diese Wunde möchte ich jetzt nicht aufreißen. Aber es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt unbedingt in den Niederlanden jetzt noch den Ertrag so deutlich erhöht und noch mehr rausholt, weil da würde ich zustimmen, da sind dann Grenzen erreicht, sondern dass Länder, die jetzt eine unterentwickelte Landwirtschaft haben, in den Stand gebracht werden, um nicht unbedingt für die Niederlande 2020 zu wirtschaften, aber so zu wirtschaften, dass sie überhaupt erst die Effizienz und Ertragssteigerung erzielen können, die die westliche Welt auch erlebt hat, um den Hunger zu bekämpfen. Und zum letzten Punkt, Motive der Unternehmer, sehe ich genauso. Also Adam Smith hat ja schon gesagt, dass die Frage, ob wir morgens Brötchen im Regal beim Bäcker vorfinden, nicht von der Wohltätigkeit des Unternehmers abhängen darf und auch nicht von Vitamin B in die Politik, sondern auf seinem eigenen Interesse beruhen muss, weil er damit Geld machen kann. Und natürlich haben die Düngemittel- und Saathersteller das nicht aus Menschenliebe gemacht, sondern weil sie Geld machen wollen. Und darin sehe ich gerade den größten Anreiz dafür, Armut zu beseitigen und auch Umweltschutzmaßnahmen, Naturschutzmaßnahmen umzusetzen tatsächlich. Also auf die Motive würde ich mich nie verlassen wollen. Kann doch auch ein geteiltes Motiv von Menschen sein, dass sie überhaupt erstmal also Lebensbedürfnisse haben, die sie für sich alleine nicht erwirtschaften können, sondern nur in Arbeitsteilung, in gesellschaftlicher Arbeitsteilung auf einem möglichst hohen Niveau. Und wieso sollte das nicht als Motiv ausreichen können, dass Menschen sich zusammentun, moderne Technik nutzen, politische Körperschaften ausbilden, in denen sie sich demokratisch zusammenfinden, um ihre Angelegenheiten zu regeln. Also das wäre sozusagen meine letzte Entgegnung, aber vielleicht wiederhole ich mich doch einfach an der Stelle. Wunderbar. Wunderbar, dann bedanke ich mich bei euch beiden, auch beim Publikum für euer Sitzfleisch oder Durchhaltevermögen. Ich würde gerne noch darauf hinweisen, dass wir die Tage noch weitere Veranstaltungen haben, zum Beispiel am
Mittwoch findet der vegan-vegetarische Brunch im Asta statt. Da kann ja vielleicht auch nochmal der Vortrag oder einige offene Fragen nochmal nachbesprochen werden. Ansonsten finden am Donnerstag gleich noch zwei Veranstaltungen statt. Einmal eine psychoanalytische Betrachtung des Phänomens der Klimaangst, aber auch der Vortrag von Leo Röpert zur konformistischen Revolte, Mythologie des Rechtspopulismus. Und zudem noch am Freitag, allerdings in Bremen, Thomas Land mit seinem Vortrag Klassismus, der sozialmoralische Blick auf die Klassengesellschaft. Ansonsten danke an alle fürs Erscheinen und wir freuen uns auf die nächsten Veranstaltungen. Und danke an die Technik. Ja, einen schönen Abend noch.